Ich möchte mit euch sprechen über das Thema Gottes Stimme hören und ja, auf eine besondere Weise, wie ihr sehen werdet, will ich über dieses Thema sprechen, nicht technisch, sondern sehr aus dem Leben, vom Leben kommend, wie auch die letzten Botschaften so waren. Weißt du, in Johannes 10, 27 hat der Herr gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Nicht manchmal oder nicht, wenn sie brav sind oder irgendwas, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Und ich möchte dir sagen, es ist absolut normal, seine Stimme zu hören. Wenn du vielleicht dich fragst, vielleicht höre ich seine Stimme nicht oder ich höre sie nicht so gut oder was auch immer, dann will ich dich von religiösen Lügen heute befreien in dieser Botschaft. Denn auch du kannst nach dieser heutigen Botschaft absolut Gottes Stimme hören, vielleicht anders als du gedacht hast, aber du kannst sie hören und du wirst sie hören. Unser Gott ist ein sprechender Gott, ein lebendiger Gott und aus diesem Grund will er sich uns mitteilen. Und er will, dass wir ihn hören können. Sein Name heißt das Wort in Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Er ist der Logos, das Wort Gottes. Er will kommunizieren und sich mitteilen. Und jetzt ist der das Wort heißt, in unser innerstes Sein eingezogen. Und das sollte uns zu denken geben, was es bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Wenn er in uns als sprechender Gott Einzug gehalten hat, dann ist es das Normalste von der Welt, dass wir seine Stimme hören, unsere Stimme verstehen. Aber bevor wir jetzt zu dieser zur Stimme Gottes hören eines Christen kommen, möchte ich rekapitulieren, wie Gott gesprochen hat im Alten Bund. Und zwar hat er zunächst gesprochen in den 10 Worten. Die 10 Gebote heißen in 5. Mose 10,4 die 10 Worte. Und Worte sind etwas, was man mitteilt, was man spricht. Gott hat kommuniziert, hat gesprochen in den 10 Worten. Und diese 10 Worte hat er aber nicht akustisch gesprochen, wie wir wissen, sondern er hat sie zum Lesen gegeben, seinem Volk. Er hat sie eingraviert in Steintafeln. Und was hat er da gesprochen in diesen 10 Worten? Nicht, wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut drauf. Sondern er hat gezeigt und offenbart, was für ein Gott er ist. Eine strenge Person wird durch die Art, wie sie spricht, wie sie Weisung gibt, streng rüberkommen. Eine sehr milde Person wird durch die Art, wie sie Weisung gibt, milde rüberkommen. Und Gott ist auf eine ganz bestimmte Art rübergekommen und hat sich seinem Volk vorgestellt, auf eine ganz bestimmte Art, wie wir wissen, nämlich als ein liebevoller, heiliger, reiner, eifersüchtiger Gott. Und er hat uns gezeigt, dass er ein Gott ist, der voller Liebe ist, aber der auch streng ist und der möchte, dass unser Leben gelingt. Und so hat er sich mitgeteilt in diesen Steintafeln. In seiner heiligen Natur, in seinem Wesen hat er sich mitgeteilt, in seiner liebevollen Art hat er sich mitgeteilt, aber er konnte sich nur zeigen als der, der er ist. Er konnte dieses Wesen, das ihn ausmacht, nicht mitgeben. Er konnte uns nicht versorgen, wie es im Neuen Bund geschieht. Er konnte uns nur zeigen, wie er ist. Und das wird besonders deutlich in der Bibelstelle, wenn du eine Bibel dabei hast, Galater 3,21. Und da heißt es, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das Leben geben könnte oder Leben hätte geben können, dann käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Das Gesetz konnte uns zwar seinen Willen zeigen, sein Wesen zeigen, aber es konnte uns kein Leben und keine Liebe geben. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Der alte Bund war unfähig, uns Leben und Liebe zu geben.
Okay, das müssen wir wirklich verstehen. Wir müssen verstehen, inwieweit der neue Bund besser ist, wie es der Hebräerbrief an vielen Stellen sagt. Es ist nicht schlecht, wenn wir Gottes Willen und sein Wesen erkennen, aber es ist noch viel besser, wenn wir das Leben bekommen, diesen Willen ausleben zu können, wie es im neuen Bund der Fall ist. Ich glaube, wir können das sehen. Aber Gott hat im alten Bund nicht nur in den Steinplatten der 10 Gebote gesprochen, er hat auch an einem ganz besonderen Sprechort gesprochen, nämlich, und davon ist in 2. Mose 25 die Rede, in seinem Zelt, in seiner Stiftshütte und genauer gesagt im Allerheiligsten, da sagte er, dort auf dem blutbesprengten Gnadeldeckel werde ich unter den beiden oder zwischen den beiden Cherubim, die also als Figuren auf dem goldene Cherubim, die auf dem Gnadendeckel der Bundeslade drauf waren, dort will ich mit dir sprechen. Dort hat Gott zu Mose gesprochen, später hat er dann zum Hohenpriester gesprochen. Auf alle Fälle hat er das mitgeteilt im 2. Mose 25, 22. Das war der Sprechort Gottes. So ist es auch in 1. Könige 8, Vers 6 erwähnt. Gott sprach also im Alten Bund durch die Steintafeln. Er sprach auf eine faszinierende Weise und hat sich Licht manifestiert im Allerheiligsten. Und dort gab es ja keine Lichtquelle, da war es ja stockdunkel. Zwischen den Cherubim hat er hervorgesprochen und er hat seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit offenbart. Und dennoch war es noch eine äußere Kommunikation mit dem Menschen. Gott hat von außen her sich dem Menschen mitgeteilt. Im neuen Bund haben wir was ganz anderes, nämlich eine Kommunikation, dass der Sprechende in uns hineingekommen ist. Er spricht nicht mehr von außen zu uns, er spricht von innen heraus. Können wir das sehen? Das ist eine so gewaltige Vorwärtsbewegung Gottes im neuen Bund. Im neuen Bund zeigt Gott sein Verlangen, was er möchte, was er will, wie sein Wesen ist. Er zeigt uns all das von innen heraus. Und wir haben auch diesen Unterschied, ich meine zwischen Alt und Neuen Bund, wer das lernen möchte, dem ist angeraten, den Hebräerbrief zu lesen. Dort wird von dem besseren Bund gesprochen. Und das heißt nicht, dass der Alte nicht gut war, aber der Neue ist halt besser. Also, um es mal deutlich zu sagen, nichts gegen den alten Bund, aber der Neue ist halt besser. Nichts gegen der alte Fahrradl, das hat ja auch von A nach B gebracht, aber das neue Auto ist halt einfach besser. Verstehst du mich nicht falsch? Wir wollen jetzt nicht den alten Bund diskreditieren. Er war gut, soweit er eben ging, aber der neue Bund ist besser. Also wir sollten alle als Christen eine gewisse Wertschätzung dem alten Bund entgegenbringen. Er war ja auch von Gott verordnet und gegeben. Er hatte auch eine Herrlichkeit, aber der neue ist halt mal besser. Sag mal, ich kann auch nichts dafür, er ist einfach nur halt besser. Ich kann halt auch nichts dafür, er ist nun mal besser. Ja, weil wie gesagt, das Gute ist der Feind des Besten. Und wenn wir als neutestamentliche Christen den alten Bund zurückgehen, dann entscheiden wir uns für das Gute im Gegensatz zum Besten. Und das Gute ist der Feind des Besten. Darum, der Herr sagt halt auch, verstehst du, mit Kerzenlicht konnte man auch abends sitzen und einen Brief schreiben, mit dem Kerzenlicht. Aber mit elektrischer Beleuchtung geht es halt besser. Niemand verwehrt dir, das gut zu finden mit Kerzenschein. Im Dunkeln lässt sich oder halbdunkel lässt sich gut munkeln, aber das, mit gescheiten Licht ist es halt einfach besser, oder? Ja. Ist halt einfach besser. Du kannst auch noch irgendwie Texte telegrafieren oder so, aber mit dem Handy telefonieren geht halt schneller, ist halt einfach besser. Ich glaube, du verstehst den Punkt. Und ich bin hier noch bei den Hebräerbrief zu suchen und ich werde ihn gleich haben. Ich habe ihn auch schon. Auf alle Fälle am Anfang vom Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott vor langer Zeit in vielen Teilen und auf vielerlei Weisen zu den Vätern gesprochen hat in den Propheten. Das heißt, Gott hat gesprochen, kein Zweifel. Er hat gesprochen. Er hat also gesprochen durch die Steintafeln. Er hat gesprochen durch seinen Sprechort im Allerheiligsten, im Tempel. Er steht erstmal in der Stiftshütte, dann im Tempel. Aber er hat auch gesprochen durch seine Propheten. Und er hat gesprochen durch Träume und Visionen. Der Daniel hat beides erlebt oder der Nebukadnezar hat einen Traum gehabt. Und so sehen wir die Art und Weise, wie Gott im Alten Bund gesprochen hat. Durch Träume, durch Visionen,
durch Propheten, durch sein Sprechort, durch die Steintafeln. Aber all das, all dem ist also gemeinsam, dass es ein Sprechen von außen ist. Und jetzt ändert sich was in den letzten Tagen. Vers 2 von Hebräer 1. Hebräer 1, 2. Hat Gott am letzten dieser Tage zu uns gesprochen im Sohn, den er zum Erben aller Dinge bestimmt hat, durch den er auch das Universum gemacht hat. Nun hat er sein Sprechen gesteigert, überboten und verbessert. Und jetzt spricht er zu uns im Sohn. Und dieser Sohn spricht zu uns auch nicht äußerlich von außen, sondern spricht zu uns von innen heraus. Wenn wir gläubig geworden sind, haben wir den Sohn, haben wir Christus aufgenommen in unser Innerstes, lebt er in uns, in unserem Herzen, und von dort heraus spricht er. Und das Schöne an diesem neuen Sprechen Gottes im Sohn ist, dass dieses Sprechen, weil es das Sprechen im neuen Bund ist, Leben und Licht und Liebe mitteilt. Können wir das sehen? Es ist nicht bloß informativ, es ist transformativ. Kannst du sehen? Es ist nicht nur eine Information, die du von außen wahrnimmst, wie das Sprechen früher, sondern es transformiert dich, es verwandelt dich, weil es dich versorgt mit Liebe, Licht und Leben. Mit dem Wesen, mit dem Gott sich selbst austeilt und verströmt. Das ist unendlich viel besser als nur seinen Willen, seinen nackten Willen, seine nackten Forderungen zu bekommen, wie im alten Bund. Und das Schöne ist einfach, dass wir im Johannes 5, 25 Folgendes lesen können. Wenn du aufschlagen willst, Johannes 5, 25, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt eine Stunde und sie ist jetzt, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die, die sie hören, werden leben. Denn ebenso wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Und das ist geschehen durch den neuen Bund. Wir alle waren tot in Übertretungen und Sünden. Und wir haben aber durch seine Gnade die Stimme Gottes, als wir zum Glauben kamen, in uns gehört. Dieser innere Zug, dieses Interesse an Christus, an Gott, das auf einmal da war. Und wir kamen vielleicht nicht aus einer gläubigen Familie. Wir waren halt vorher atheistisch drauf. Und auf einmal hören wir die Stimme des Sohnes. Komm zu mir, ich liebe dich. Komm zu mir, ich lege meine Hand auf dich. Und auf einmal reagiert etwas in uns auf diese Stimme und wir kommen vom Tod, geistlich gesprochen, zum Leben. Und auf einmal, wie soll ich sagen, ist dieser Sohn, der wie der Vater Leben in sich selbst, ich spreche von Zoe-Leben, von göttlichem Leben, auf einmal teilt sich dieser Sohn in uns aus. Er teilt sein Leben aus. Er pumpt sein Leben in uns aus. Und wie tut es auch ganz stark? Durch sein Sprechen. Mit allem Sprechen, mit dem der Sohn in uns zu uns spricht, kommt im Huckepack mit seinem Sprechen sein Leben. Haben wir das schon mal gesehen? Es kommt sein Leben und wir hören die Stimme des Sohnes Gottes in uns und jedes Mal werden wir ein Stück weit mehr leben. Wir werden ein Stück weit mehr lebendig. Und darum ist es so faszinierend, innerlich offen zu sein auf die Stimme des Sohnes, weil er in den letzten Tagen im Sohn gesprochen hat. Aber nicht nur in der Bibel, sondern er spricht, das Wichtigste ist, dass der Sohn jetzt in uns ist und zu uns spricht, weil er ein sprechender Gott ist, weil er voller Leben ist und dieses Leben liebend gern in uns austeilt. Können wir das soweit sehen? Ich glaube, das ist schon mal wunderbar. Okay. Christus ist der Logos, das Wort. Und dieses Wort ist jetzt in uns. Und wenn du den Sohn zuhörst, dann erlebst du die Lebensbeziehung, die der Sohn mit dem Vater hat. Weil was macht einen Sohn im Verhältnis zu seinem Vater aus? Er hat eine Lebensbeziehung zum Vater, eine Tochter natürlich auch. Aber warum bist du eine Tochter? Weil du das Leben deines Vaters empfangen hast und deiner Eltern empfangen hast. Sonst gäbe es dich nicht, sonst wärst du nicht lebendig. Und du bist deswegen Sohn, Tochter, weil du Leben deiner Eltern in dir hast. Kannst du es sehen?
Der Sohn hat das Leben seines Vaters, Gottvaters, in sich. Wie der Vater Leben hat, hat auch der Sohn das Leben in sich. Warum? Weil er der Sohn ist. Und der Sohn hat das Leben und teilt das Leben des Vaters. Und deshalb ist der Sohn in einer Lebensbeziehung mit dem Vater in dir. Und das Schöne ist, diese Lebensbeziehung des göttlichen Lebens, die so exklusiv ist, weil es gibt ja nur einen wirklichen Sohn Gottes, nämlich der auch Gott ist, nämlich Jesus, er lässt uns teilhaben an dieser Lebensbeziehung mit dem Vater in uns. Er gibt uns Teil dran, er lädt uns ein, er sagt, komm rein, spiel mit, sei mit dabei, ich will dich mein Leben, was ich mit dem Vater habe, kosten und schmecken lassen, ich will dich reinholen und reinziehen in dieses Leben. Aber es ist nicht nur eine Lebensbeziehung, die der Sohn mit dem Vater hat, er hat auch eine Liebesbeziehung mit dem Vater, weil der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Und jetzt haben die eine exklusive Liebesbeziehung, eigentlich die tiefste, unfassbar tiefste, intimste Liebe, die es überhaupt gibt im Universum, hat Gott Vater und Gott Sohn. Nicht Romeo und Julia, sondern Gott Vater und Gott Sohn haben die tiefste Liebesbeziehung. Und er sagt, ich will dich auch teilhaben lassen an dieser Liebesbeziehung, die ich mit dem Vater habe. Ist es nicht wunderbar, ist es nicht über alle Maßen erstaunlich? Und aus diesem Grund sagt, will der Herr so gern, dass wir uns für ihn interessieren, dass wir ihn nicht einen guten Mann sein lassen da droben, sondern dass wir ihm Raum geben und Zeit geben, damit wir mit hineinspüren dieses Leben, was in uns pulsiert im Geist, diese Liebe, die da ist. Er möchte uns das spüren lassen, er möchte uns das wahrnehmen lassen. Du sagst, davon habe ich bis überhaupt noch nichts gemerkt, ich bin 30 Jahre gläubig. Das Problem ist, dass du zu stark im Verstand warst. Aber dieses Leben und diese Liebe sind in deinem Geist, die sind ja nicht in deinem Verstand. Du hast am falschen Lokus, an der falschen Location hast du quasi gedacht, es zu finden, aufzuspüren. Da war es nicht zu finden. Es ist nicht in deinem Verstand. Es ist auch nicht in deinen Gefühlen. Es ist in deinem Geist. Und da kannst du es aber tatsächlich spüren und mehr spüren. Und ich glaube, da sind wir schon dabei, wie wir Gottes Stimme hören. Wenn wir uns Zeit nehmen, uns auf das, auf die Lebensbeziehung und die Liebesbeziehung, die der Sohn mit dem Vater in uns hat, zu konzentrieren, werden wir sein Sprechen hören. Weil sein Sprechen hat damit ganz, ganz viel zu tun. Aus dem Fluss des Lebens und der Liebe kommt so viel inneres Sprechen hervor. Ich weiß nicht, ob du es erwartet hast jetzt, was du technisch überlegt, wie kannst du Gottes Stimme hören? Okay, bete mal, wer ruhig, wer still. Aber darum geht es mir in der heutigen Predigt gar nicht. Mir geht es um viel mehr organische, geistliche Zusammenhänge, die in dir stattfinden. Also aus dem Fluss des Lebens und aus dem Fluss der Liebe zwischen Vater und Sohn kommt sein Sprechen hervor. Es ist ganz wichtig, dass wir es heute mal so hören und verstehen. Wenn du den Herrn als Leben in dir kennenlernst und als Liebe in dir kennenlernst, lernst du unvermeidlich und unaufhaltsam auch sein Sprechen kennen. Die große Frage ist jetzt, hast du ihn schon als Leben und als Liebe in dir kennengelernt? Denn wenn nicht, dann kennst du auch sein wesentliches Sprechen in diesem Fließen von Leben und Liebe nicht. Und das will er aber im neuen Bund. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will, dass du ihn ganz tief erfährst als Leben und als Liebe. Denn das ist das Wesen seiner Stimme. Das Wesen seines Sprechens, das Wesen der Stimme des Herrn. Meine Schafe hören meine Stimme. Und er meint damit Leben und Liebe. Wir haben vielleicht gedacht, Herr, was soll ich tun? Welchen Auftrag, ei, Sir, soll ich ausführen? Was willst du von mir? Und der Herr sagt, achte auf mein Sprechen zu dir durch mein Leben, das dich berührt, durch meine Liebe, die dich berührt. Das ist mein primäres Sprechen zu dir. Mein Sprechen ist erstmal nonverbal. Durch Leben und Liebe will ich mich dir zeigen und zu dir sprechen. Ich will ohne Worte dich mit dir kommunizieren, in einem Fließen von Leben und Liebe.
Und das ist Gottes Sprechen im Sohn, im neuen Bund. Und natürlich hat Gott einen Willen und natürlich will uns auch Gott seinen Willen zeigen, aber er will das in uns tun und deshalb schreibt er seinen Willen nicht mehr auf Steintafeln nieder, sondern er schreibt sie in unser Herz. Er schreibt seine Gesetze, er schreibt seinen Willen, was er möchte, uns ins Herz. Aber um das wirklich zu verstehen, was er möchte, braucht das Ganze einen Rahmen, einen Kontext. Und dieser Rahmen, dieser Kontext, Gottes Willen zu erkennen, ist dieses Leben und diese Liebe Gottes. Das ist der Fluss und das ist der Rahmen. In diesem Rahmen will er dir seinen Willen kundtun. Wenn du aber seinen Willen hörst, nur indem du nur Bibel liest und nicht dieses Leben und die Liebe kennenlernst oder indem du nur Forderungen von außen hörst, dann missverstehst du Gottes Forderungen, weil du sie aus dem Zusammenhang gerissen hörst. Kannst du es sehen? Du hörst seine Forderungen dann religiös. Du hörst sie als einen Arbeitsauftrag und rennst aus eigener Kraft gleich los, es zu erfüllen. Und du kannst nur eine Bauchlandung machen auf diesem Weg. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt. Wir alle haben gedacht, kann es denn falsch sein, einen Auftrag, den Gott ganz klar in seiner Bibel niedergeschrieben hat, also zu befolgen? Ja, es kann falsch sein. Denn es geht nicht darum, einfach so, da steht's, ich tu's aus eigener Kraft, sondern der Herr sagt, du musst meinen Willen verstehen lernen, indem du eine Beziehung eingehst mit meinem Fließen des Lebens und der Liebe in mir. Und dann hörst du nämlich, was in der Bibel steht, auf einmal anders. Dann hat es einen anderen Klang und der Ton macht die Musik, oder? Auf einmal hat es einen anderen Klang, auf einmal kommt es anders an. Auf einmal bekommst du eine neue Bibel. Wie ist denn das geschehen? Wir hatten deine Bibel umgeschrieben. Ja, du liest sie auf einmal mit deinem Herzen. Okay? Und nicht mit dem Verstand, mit dem religiösen Verstand. Und das Gesetz Gottes, das er in unser Herz schreiben will, 2. Korinther 3,3, da sagt Paulus, dass wir der Brief Christi sind, geschrieben worden sind, nicht mit Tinte, sondern mit Geist. Also man hat ja so als Kinder manchmal so ein bisschen Detektivspiele und man hat dann irgendwie mit Zitronensaft geschrieben, unsichtbar, oder? Man hat so eine Geheimtinte mit Zitronensaft. Und dann musste man, glaube ich, das Papier musste man irgendwie erwärmen, hinter einer Kerze oder so weiter, da hat man die Schrift gesehen. Und das fanden wir irgendwie cool als Kinder, dass wir so eine Geheimtinte angewendet haben. Manche von euch waren viel zu brav für sowas, aber manche waren halt Lausbuben oder waren in der Bande und haben mit Geheimtinte was geschrieben. Und der hat auch so eine Art Geheimtinte, der verwendet dafür keinen Zitronensaft, er verwendet dabei flüssigen Geist. Okay, er verwendet dabei seinen flüssigen Geist. Und so heißt es in Kapitel 3,3 von 2. Korinther, da ihr, also erstmal vorher, ihr seid unser Brief, hineingeschrieben in unser Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Nicht fleischlicher, sondern fleischerner Herzen, warmer, weicher Herzen. Und im Hebräer 8 heißt es, da kommen wir noch drauf, dass er seine Gesetze in unser Herz schreiben wird im Neuen Bund. Ein Rückgriff auf Jeremia 31, wo der Neue Bund verheißen wird im Alten Testament. Und Hebräer 8 sagt es, dass er seine Gesetze in unser Innerstes schreibt. Ich glaube, die Stelle kennen wir von Hebräer 8. Und die Frage ist, was sind das für Gesetze? Ich denke mir, wenn wir wirklich Gottes tiefstes Herz, seines Willens, seiner Weisung erkennen wollen, was Gott möchte, dann kommen wir um die sogenannte Bergpredigt nicht herum, Matthäus 5 bis 7, weil dort wird eigentlich das tiefste Herz Gottes, was er möchte, gezeigt. Nicht nur der lasche Willen, der mit der Schwachheit des menschlichen, oder wie heißt es, mit der Herzenshärte rechnet, sondern der vollkommene Willen. Jesus sagt, im Anfang war es nicht so. Zum Beispiel, dass er keine Ehescheidung möchte. Bei Mose gab es Ehescheidung unter bestimmten Umständen, aber er sagt, ich möchte keine Ehescheidung haben. Das ist eigentlich sein Herz, das ist sein,
sein tiefer Wille und verschiedene andere Dinge, dass wir Feinde lieben, dass wir vergeben und so weiter. Und eigentlich sind dieser Wille ist ziemlich unerfüllbar für einen Menschen. Wenn man mal wirklich die Bergpredigt sich langsam zu Gemüte führt, dann erkennen wir, das kann kein Mensch jemals schaffen. Also wirklich schaffen, es waren schon die 10 Gebote, nicht wirklich für irgendeinen Menschen haltbar, aber die Bergpredigt ist noch verschärfter und die ist eigentlich für keinen Menschen haltbar. Wir wissen, dass der Herr Jesus es gehalten hat und dass dieser Herr Jesus jetzt in uns lebt und dass er an unserer Stelle die Bergpredigt in uns erfüllen will. Also das ist, nur damit wir verstehen, darum geht es in der Bergpredigt, darum geht es im ganzen Neuen Testament. Der Herr will überhaupt nicht mehr, sondern das Neue Testament aus eigener Kraft, eigener Energie und Willenskraft leben und erfüllen und gehorsam sind, sondern er möchte alles, dass wir im Vertrauen auf ihn seine eigene Forderung erfüllen lassen. Und aber erst einmal schreibt er uns diesen Willen ins Herz. Aber was wir schon sehen mit seinem Sprechen, mit seinem Fordern, kommt auch seine Versorgung. Seine Versorgung, mit der er selber es tut, mit der er selber es in uns erfüllen will. Und weißt du, wie du die Stimme des Herrn vor allem hörst im Neuen Bund? Du hörst ihn durch ein Bewusstsein in deinem Herzen und durch eine Neigung in deinem Herzen. Du merkst, dass dein Herz sich was zuneigt. Oder sich was, ich sag's mal so, dass du ein Anstupsen in dir hast. Ein feines Signal. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, den Heiligen Geist bekommen hast, dann erlebst du in dem Alltag, dass der Heilige Geist ein feines Signal in dir aussendet. Mach das nicht. Entschuldige dich. Das war nicht in Ordnung. Feine Signale, die der Heilige Geist uns aussendet. Und zwar auch dann, wenn wir nie in dieser Weise belehrt oder erzogen worden sind. Weder von unseren Eltern, vielleicht sind wir ganz anders und ganz liberal erzogen worden. Und auf einmal sagt der Heilige Geist, das passt nicht mehr, das ist nicht in Ordnung. Hat uns kein Mensch in uns, funkt so und gibt uns den Impuls, sondern es ist der Heilige Geist in uns, der uns so anstupst, geh dahin. Oder ganz, es sind nicht nur moralische Dinge, es sind auch Dinge wie, ruf den an. Oder entschuldige dich. Oder bring das in Ordnung oder was auch immer. Oder du hast dich zu einem Kurs angemeldet, was weiß ich, Volkshochschule oder sonst was. Und der Impuls kommt, sag das ab, das ist nicht richtig. Es muss nicht moralisch falsch sein. Aber der Herr weiß, es ist nicht dran. Und die Stimme in dir wird stärker und zeigt dir, dieses Leben in dir ist nicht einverstanden. Ihr Lieben, das ist das primäre Sprechen und die Stimme des Herrn. Wenn jemand von euch gedacht hätte, die Stimme des Herrn wäre eine hörbare Stimme, dann muss ich dich enttäuschen. Die Stimme des Herrn ist vor allem ein Bewusstsein. Es ist vor allem ein inneres, eine innere Herzensneigung, ein angestupst werden, in ganz feiner Weise, in einer ganz feinen Weise, erlebst du auf einmal und sag ja nicht, das bist du selber. Wenn du ganz ehrlich bist, so bist du gar nicht drauf, dass du da hingehen würdest oder dich entschuldigen würdest oder den anrufen würdest. Du willst alle gerade sein lassen auf der Couch und daher sagt, ruf den an. Und es kann einen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Oder geh da hin und verkündige das Evangelium und am nächsten Tag stirbt er. Es kann wirklich so viel ausmachen. Also, das ist die Hauptart und Weise, wie du die Stimme des Herrn hörst, indem du achtest auf das Bewusstsein, auf das Angestupstwerden in dir, ganz einfach von innen. Und wenn du auf dieses Anstupsen eingehst, wenn du das ernst nimmst, wenn du im Glauben, wenn man sagt, bin jetzt es ich oder ist es der Herr, ich sage dir, im Zweifelsfall tu, was das Anstupsen will. Nur so findest du es raus. Im Zweifelsfall tu es. Sei denn, das Anstupsen sagt, weil es haben schon Stimmen gesagt, bring den um. Das sind Dämonen. Ihr Lieben, das ist wohl klar, dass es nicht der Heilige Geist ist. Wenn das Anstupsen sagt, bring den um oder bring dich selber um, hallo, das ist nicht der Heilige Geist. Verstehen wir uns richtig? Du darfst schon rausfinden,
welches Anstupsen aus dem Heiligen Geist kommt, mit Frieden und Freude innerlich oder was mit Unruhe, also mit ganz komischen Gefühlen und Druck verbunden ist, und das sind die Dämonen. Und ich glaube, wir können schon das Empfinden raus unterscheiden, oder? Jeder von euch kann jeder von euch den Unterschied merken, ob der Heilige Geist dich anstupst oder Dämonen? Ich hoffe, dass du den Unterschied merkst, ja? Ich hoffe schon, ja? Und was passiert, wenn du auf das Anstupsen eingehst? Was passiert, wenn du die Person anrufst oder das in Ordnung bringst oder dich entschuldigst? Was passiert? Ich will dir sagen, was die Reaktion ist in 100 von 100 Fällen. Sofort pumpt sich Frieden, Leben und Freude, und zwar ganz auf tiefe Weise, in dir aus. Du erfährst sofort, nachdem du auf das Anstupsen reagierst, eine Versorgung, ein Auspumpen von Frieden, Freude und Ruhe. Du spürst förmlich innerlich, dass es gut war. Ein sehr starkes, gutes Empfinden. Was ist es? Es ist die Belohnung. Du wirst mit Leben versorgt. Du wirst mit Gottes Austeilung versorgt, weil du gehorcht hast, dem Anstupsen. Und jetzt wollt ihr auch wissen, was passiert, wenn du nicht auf das Anstupsen reagierst. Du wirst die Abwesenheit dessen stärker und stärker erleben. Du wirst innerlich Trockenheit spüren, innerlich Leere spüren. Du wirst geistlich Tod in dir spüren. Dieses eigenartige Form von dich schlecht fühlen, Unbehagen, leer sein, ungut sein, leicht traurig sein, leicht bedrückt sein, das ist, wenn du nicht auf die Stimme des Herrn eingehst. Können wir den Unterschied sehen? Wenn wir auf die Stimme des Anstupsen eingehen, kommt Leben, kommt Frieden, kommt Freude. Das ist Römer 8,6. Das Bewusstsein auf den Geist gerichtet ist Leben und Friede. Das Bewusstsein auf das Fleisch gerichtet ist Tod. Und Tod äußert sich in dieser Leere, in dieser Beklemmung, in diesem komischen Unrund innerlich sein. Und seine Stimme, sein Anstupsen geht immer, immer, immer einher mit seiner Versorgung, mit Gnade, mit Leben. Und ich möchte dir nochmal das deutlich sagen, die einzigartige Charakter deiner neutestamentlichen, deiner neubündlichen Beziehung mit dem Herrn ist das, dass es nicht darum geht, äußerlich Gebote zu halten, nicht darum geht, das, was in der Bibel steht, sofort loszurennen und umzusetzen als äußerliches Gebot, sondern eigentlich ist es ein Wechselspiel zwischen Bibellesen und der Stimme, die von innen heraus es dir sagt. Eigentlich sollen wir niemals direkt, nur weil es in der Bibel steht, weil du es mit den Augen liest, im Verstand hast, sofort losrennen und etwas tun. Sondern wir sollten dann reagieren, wenn der Heilige Geist in uns das, was du in der Bibel gelesen hast, dich anstupst und dich dazu bewegt, mit seiner Gnade, mit seiner Versorgung. Dann wirst du es nicht religiös verstoffwechseln, sondern aus dem Geist heraus. Also es geht nicht darum, äußerliche Forderungen und Gebote einzuhalten im neuen Bund, sondern dich zu gewöhnen an ein inneres Bewusstsein. Dir wird nicht äußerlich gesagt, von außen gesagt, was du tun sollst. Du wirst von innen angestupst durch den Heiligen Geist auf eine ganz feine Weise. Und dieses Anstupsen innerlich ist die Stimme des Herrn, ist das Sprechen des Herrn. Und um in den Segen seines Sprechens zu kommen, denn sein Sprechen geht ja mit Versorgung einher, dazu müssen wir auf sein Sprechen horchen und gehorchen. In dem Wort gehorchen steckt das Wort horchen, hinhören, drauf achten, drauf eingehen, drin. Und in Philipper 2,12, da lesen wir, Philipper 2,12, auch eine bekannte Bibelstelle,
die man immer wieder hört. Daher, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorcht habt, nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern noch viel mehr jetzt in meiner Abwesenheit, bewirkt eure Eigenerrettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Wirken in euch wirkt, für sein Wohlgefallen, zu seinem Wohlgefallen. Gott bewirkt das Wollen und das Wirken in uns, wie durch sein Inneres navigieren, durch sein Inneres unser Herz in Neigung bringen, durch sein Inneres ziehen, durch sein Inneres stoppen, durch sein Inneres anstupsen, bewirkt er alles. Und wie bewirken wir unsere eigene Errettung? Indem wir wieder und wieder lernen, auf dieses Wollen, was der Herr in uns wirkt, einzugehen. Können wir das sehen? Indem wir da lernen, darauf einzugehen, werden wir wieder und wieder und wieder aus Situationen Errettung erfahren. Wir werden hier Frieden bekommen, wir werden hier uns Ärger ersparen, wir werden hier Freude bekommen, wir werden hier uns Schwierigkeiten vermeiden und hier Probleme lösen und so weiter. Und dann heißt es auch noch weiter im Vers 14, tut alles ohne Murren und Überlegungen. Also frag dich nicht so sehr im Verstand, aber das ist ja unsinnig, aber das geht ja gar nicht. Aber was tue ich, wenn der Mann daheim ist? Und was tue ich, wenn die Kinder das und das sagen? Was tue ich und was ist, wenn das? Und was mit meiner Schwiegermutter sagen? Tut alles, eingehen auf dieses innerliche Anstupsen, ohne Zweifeln und ohne Überlegen. Ich rede jetzt nicht von einem Blödsinn, wie schrottet ein Auto. Versteht mich bitte hier richtig. Ich rede nicht, bring den Nachbarn um, erschieß den Nachbarshund. Versteht, von all dem rede ich nicht. Da solltest du besser zweifelnde Überlegungen anstellen. Aber ich rede von Dingen, die eben der Herr so sagt. Bring das in Ordnung, entschuldige dich. Mach das, lass es sein und so weiter. Können wir das irgendwie so verstehen? Und weißt du, in Johannes 10, 27 sagt Jesus, er ist der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich kann mich noch erinnern, als wir Kinder waren, haben die Eltern zu uns nicht so gesagt, dass wir gehorchen müssen. Sie haben gesagt, wir müssen folgen. Kinder müssen folgen. Aber folgen meinte eigentlich gehorchen. Es meinte eigentlich so viel wie gehorchen. Aber gehorchen heißt, wir folgen Jesus, wir folgen ihm nach. Nachfolge Christi. Er geht in diese Richtung und du gehst nicht in die andere. Machst nicht deinen Stiefel da drüben. Du gehst in seine Richtung. Du folgst ihm. Meine Schafe hören, horchen meine Stimme und gehorchen mir und folgen mir. Und das sind diese Anstupsungen in unserem Innersten. Weißt du, im Alten Testament war Gehorsam anders. Da hat der Mensch auf das äußerliche Gesetz Gottes gehorcht oder reagiert, ohne die Versorgung von Leben, die es braucht, um das auszuführen. Darum ist der, und das ist immer in der Religion so, und darum war es auch so anstrengend. Und darum war es auch mit so viel Verdammnis und Scheitern und Abmühen. Es kommt mit ihr mühselig und beladen, Mühsal unter dem Gesetz. Mühsal aus eigener Kraft alles richtig machen, an alles denken. Ohne die Versorgung. Die Versorgung kommt von innen. Sie kommt von innen aus der Beziehung, aus dem Eingehen auf das Anstupsen, auf die Impulse des Herrn. Und das war im Alten Testament noch nicht so. Und dieses durch Leichtigkeit navigiert zu werden, nicht durch Strenge. Im Alten Testament heißt es, seid nicht wie Pferde, denen man Zaumzeug anlegen muss. Weißt du, der Herr Jesus ist der perfekte Pferdeflüsterer. Also auch die Indianer sind ja diejenigen, das fand ich immer so toll als Kind, die reiten ohne Sattel. Die reiten das Pferd ohne Zaumzeug. Das waren die echten Reiter. Ich kenne mich zwar nicht so aus, meine Frau ist eine Reiterin und die Alexandra ja auch und so weiter. Aber stell dir mal vor, die Indianer, die haben das Pferd irgendwo mit Liebe dazu gebracht. Auch mit Strenge, aber vor allem auch mit Liebe. Und nicht einfach mit Zaumzeug. Und der Herr möchte mit Leichtigkeit uns navigieren, uns bewegen
Und das macht er mit Gnade. Gnade versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Gnade fordert, aber überfordert nicht. Und wir haben aus seiner Fülle Johannes 1,16 genommen, Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade. Und weißt du, was nicht schlecht ist? Ist, wenn du einen Impuls in dir hast, sobald du irgendeinen Impuls in dir verspürst, tu das, lass das, dass du als allererstes Amen sagst. Sobald du einfach nur Amen sagst zu dem inneren Impuls, merkst schon die erste Gnade, merkst schon die erste Versorgung, die in dir anfängt zu sprudeln. Zuerst ist es Gnade, dass er uns anstupst. Dann ist es Gnade, dass er die Gnade freisetzt, die wir brauchen, um das Anstupsen auszuführen, also zu erfüllen, den Gehorsam. Also der Gehorsam im neuen Bund ist keine Frage von Willenskraft so sehr, als eine Frage von Glauben und Vertrauen. Du vertraust dem Herrn, wenn er mich anstupst, wird er mir alles geben, was ich brauche. Wenn er mir anstupst, gehe jetzt rüber und sagt der Nachbarin das Evangelium, und es ist 9:30 am Abend und der Fernseher läuft oder keine Ahnung. Wenn das in dir stark wird, wenn es in dir groß wird, sagst du Amen, Herr, und du vertraust einfach darauf, dass die Gnade mitgeht mit dir, wenn schon das Anstupsen da ist. Und grübel nicht, was, wenn, wie, überhaupt und wieso und warum ich. Grübel nicht, zweifle nicht. Amen, Herr. Das Anstupsen ist da und das genügt. Es braucht nur das Anstupsen und dein Amen. Nicht mehr. Das Leben als Kind Gottes ist einfach. Es ist elementar. Es ist keine Rocket Science. Es ist nicht schwierig. Du brauchst kein Diplom und kein Doktorgrad. Das Leben im Geist ist, du spürst den Impuls, du sagst Amen und du machst es einfach. Und wenn du dich vertust, ist auch die Gnade da, dass der Herr dich das korrigiert. Also, der Herr versorgt uns mit diesem Fließen von Gnade mit sich selbst. Und die Stimme des Herzens kommt, die Stimme des Herrn kommt aus dem Herzen, aus unserem Innersten. Hebräer 3, 7 bis 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn du deine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, wie es in der Rebellion geschah. Wie verhärten wir unser Herz? Wir verhärten unser Herz, wenn wir den Impuls des Herrn, das Anstupsen, ignorieren. Wenn wir nicht Amen sagen, wenn wir nicht drauf eingehen. Und wer von euch hat es noch nicht gemacht? Ich habe das schon oft gemacht. Ich habe das sogar schon so oft gemacht, dass das Anstupsen schwächer geworden ist. Und weißt du, wenn du wieder und wieder, wenn du chronisch ungehorsam bist, dann, wie soll ich sagen, dann verhärtet sich dein Herz. Dann verhärtet sich dein Herz dem Herrn gegenüber. Und dann kannst du nur eins tun, Buße tun und sagen, Herr, ich habe immer gedacht, du müsstest mir einen Einschreiberbrief schicken. Mit Bote und doppelter Unterschrift, was ich tun soll. Und der Herr sagt, nein, es nicht du bestimmst die Bestimmungen, wie ich meinen Willen der Kund tue, sondern ich tue es. Und ich habe es durch eine feine, stille, leise Stimme getan, durch mein Anstupsen. Die Haupt und Weise, wie der Herr zu jedem Gotteskind spricht, ist nicht durch eine hörbare Stimme, noch nicht mal durch einen gedanklichen Impuls, sondern einfach durch ein inneres Angestupst werden, ein inneres Empfinden, ein Bewusstsein, eine Neigung deines Herzens in eine ganz bestimmte Richtung. Verhärte dein Herz nicht, wenn du seine Stimme hörst. Ja, ich habe ja seine Stimme gar nicht gehört, akustisch nicht, aber er hat gesprochen durch sein Anstupsen. Weich, sanft und leise. Und eben, das ist Hebräer 8, 10 bis 11, wie ich schon erwähnt habe, die Erfüllung von Jeremia 31, 33 bis 34, wo gesagt wird, dass er einen neuen Bund schließen wird, der Herr. Er wird seine Gesetze in unser Innerstes geben, in unsere Gedanken geben, in unser Herz geben. Seine Stimme, weißt du, was passiert, wenn du öfter seinem Anstupsen nachgibst? Dein Sehnen verändert sich, dein Appetit verändert sich, dein Geschmack verändert sich, was dich im Leben befriedigt, verändert sich, was dir noch was gibt, verändert sich. Umso öfter du einfach auf das Stupsen eingehst, umso mehr
fließt sein Wesen von Liebe und sein göttliches Wesen, sein göttlicher Geschmack, sein Aroma, sein Wohlgeruch, sein Liebreiz, sein Wesen fließt in dir, teilt sich aus, fließt in dir, aus ihm heraus und du wirst mehr und mehr wie er. Und deswegen, wenn du nach 20, 30 Jahren immer noch so wenig in sein Bild umgestaltet bist, dann ist es an der Zeit, wo der Herr sagt, tu Buße, wo du mein Primärsprechen ignoriert hast. Denn da wollte ich jedes Mal durch mein Anstupsen dir Gnade austeilen und dich mehr wie ich bin machen und dich mehr umwandeln in mein Bild und dich mehr vom Appetit, von Abneigungen, von Vorlieben, von Abneigungen. Ich wollte dich mehr so machen, wie ich halt drauf bin. Und weißt du, umso mehr das zulässt, umso mehr stellst du fest, ich will ja, so ein Zufall, aber auch das Gleiche, was der Herr will. Ich habe Sehnsucht nach dem Gleichen, was der Herr Sehnsucht hat. Auf einmal ist kein Kampf mehr. Du willst nach links, der Herr will nach rechts. Auf einmal willst du auch unabhängig gefragt zu werden. Also wenn es nach dir ginge, auf einmal willst du, was der Herr will. Du hast eine Sehnsucht nach dem, was der Herr ist. Und wenn du zurückdenkst und zurückschaust auf dein eigenes Leben, sagst du, vor 2 Jahren, da war mein Wollen und Sehnen und was, da wusste ich gar nicht, was ich wollen will. Und wenn ich bekam, was ich wollte, merkte ich wollte es gar nicht. Oder jeder von euch weiß, was ich meine. Unser Ego hat uns so oft genarrt und uns so oft eigentlich unbefriedigt gelassen, dass wir merken, wenn wir mehr wollen, was der Herr will, sind wir so viel glücklicher, friedvoller, erfüllter. Und das kommt, ihr Lieben, das kommt, wenn wir seinem Sprechen Raum geben, indem wir auf seine Impulse eingehen, sein Anstupsen eingehen. Und weißt du, manchmal kommt die Frage oder die Stimme des Herrn in einer Frage daher. Und er hat zum Beispiel den Elia gefragt, was tust du hier? Oder wo gehst denn du hin? Also der Herr stellt eine lustige Frage. Elia hat eine Riesenleistung vollbracht. Er hat die falschen Götzenpropheten, hat er durch eine gewaltige Glaubenshandlung bloßgestellt. Er hat für den wahren Gott geeifert. Er hat sich zum wahren Gott gestellt unter Einsatz seines Lebens und wurde verfolgt von der bösen Königin Isabel. Und er musste sich verstecken. Und jetzt lese ich mit euch diesen Bericht von 1. Könige 19, von Elia, dem großen Propheten. Genau, und zudem sprach Gott auf eine sehr erstaunliche Weise, und auch dieser Bericht ist vielen bekannt. Wenn noch nicht, dann darfst du staunen, wie interessant die Bibel ist. Und ich bin in 2. Könige, in 1. Könige 19 steht das. 1. Könige 19, ab Vers 9. Dort ging er, also Elia, in die Höhle und übernachtete da. Und sieh, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Ulkige Frage da vom Herrn. Elia in der Höhle? Sag mal, was tust du hier eigentlich? Ich glaube nicht, dass Elia es so lustig fand, aber Gott hat schon Schmunzeln und Schalk im Nacken da. Was tust du hier, Elia? Und Elia mit großem Pathos sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Also eine ganz korrekte religiöse Antwort, oder? Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie nach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, also Gott sprach, ganz unbeeindruckt. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Also das Erste war so ein Riesenspektakel für Charismatiker wie maßgeschneidert, so richtig kräftig und deftig, oder? Und nach dem Wind ein Erdbeben. Also ein Erdbeben, ja, das ist doch auch nach unserem Geschmack, oder? Richtig spektakulär. Herr, zeig deine Muckis, deine Muskeln, lass sie spielen, lass die Erde erbeben, Machtzeichen, Machttaten. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Na wie jetzt? Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Ja, Feuer, das ist doch gut. Der Herr aber war auch nicht in dem Feuer.
und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens, eines leisen Säuselns, einer feinen, leisen Stimme. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und weißt du, der Herr schimpft nicht, der Herr straft ihn nicht, er stellt nur eine Frage: Was tust du hier, Elia? Er stellt eine Frage irgendeinem Christen, irgendwann eines Aufschlagens oder Aufrufens einer pornografischen Webseite. Was tust du hier eigentlich, mein Kind? Was tust du mit dem Schweinskram gerade? Hast du eigentlich recht, Herr? Oder du, ja, vergreifst dich im Ton und der Herr sagt: Was machst du eigentlich jetzt gerade hier? Stimmt. Ja, also so spricht der Herr, so doch eine ganz feine Impuls, ein feines Sprechen in deinem Bewusstsein. So fragte Gott den Adam: Adam, wo bist du? Wo bist du eigentlich gerade? Du hast lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Du warst lange nicht mehr in christlicher Gemeinschaft. Du hast lange dein Ding gemacht. Und auf einmal kommen diese Gedanken in dir: Wo bin ich eigentlich? Wie lebe ich eigentlich mein Leben? Will ich, dass mein Leben so weitergeht? Es scheint sich, als ob dein Verstand zu dir spricht, aber es ist nicht dein Verstand. Gott spricht zu dir. Gottes Impulse steigen in dir auf, in deinem Herzen. So spricht er zu uns im neuen Bund. Und vielleicht bist du gar nicht gerade in der christlichen Aktivität. Du betest gerade nicht. Du bist irgendwo am Stammtisch. Du bist irgendwo in der Disco. Du bist irgendwo auf einer Party. Du bist irgendwo, wo du nicht damit rechnest, dass auf einmal solche Gedanken daherkommen. Du bist in einer Beziehung, die dem Herrn nicht gefällt. Du bist in einer Geschäftspartnerschaft. Du bist in einem Job, dem der Herr nicht gefällt. Und der Herr sagt zu dir: Was machst du eigentlich gerade? Wo bist du eigentlich gerade? Nicht vorwurfsvoll, ganz ehrlich. Ganz liebevoll. Und so zeigt er sich in dir, so spricht er zu dir. Und er teilt etwas von seinem Leben und seiner Liebe zu dir hinaus. Vermerkst du eigentlich: Schöner Krampf, was ich gerade mache. Schöner Blödsinn, was ich gerade mache. Und Paulus beschreibt seine Erfahrungen, wie er den Herrn in seinem Sprechen erlebt. Im 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 3 bis 5. 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Ich danke Gott, dem ich von meinen Vorvätern her in einem reinen Gewissen diene, während ich dich in meinen flehentlichen Bitten Nacht und Tag unaufhörlich im Gedächtnis behalte. Wobei ich mich, wenn ich mich an deine Treue erinnere, also im Gedächtnis behalten oder erinnern ist das gleiche Wort hier. Also Paulus erinnert sich, er behält jemanden im Gedächtnis. Und dann wieder Vers 5, ich habe mich erinnert an den ungeheuchelten Glauben in dir. Warum erinnert sich Paulus ständig? Er erinnert sich an dies, er erinnert sich an das. Der Herr kann dir Erinnerungen geben, wenn du auf Erinnerungsimpulse eingehst. Dann lässt dich mehr, dann sind die Erinnerungen nicht so einfach Erinnerungen, die halt aufsteigen und gehen, so wie Gedanken sind, wie heißt es, Träume sind Schäume oder Gedanken sind frei oder wie auch immer. Nein, sie sind gar nicht so frei, sie sind ganz intentionell vom Herrn dir geschickt. Und auf einmal merkst du, du musst an jemanden denken, du musst an einen Bruder denken. Und der Herr will, dass du für ihn betest. Glaub nicht, dass du zufällig an irgendeinen Bruder denkst, an irgendeine Schwester im Herrn denkst, an deine Eltern denkst, an deine Kinder denkst. Also du verstehst es schon, gerade wenn du länger nimmer dran gedacht hast. Dann geh drauf ein, auf diesen Impuls und schau, wie dieser Friede auf einmal kommt. Der Herr dich belohnt, weil du auf seinen Impuls eingegangen bist.
Und ich glaube, wenn wir das heute auf uns wirken lassen, dann haben wir alle ausnahmslos die Stimme des Herrn öfter gehört, als wir gedacht hätten, oder? Der hat oft zu uns so gesprochen, ganz oft, zu jedem von uns gesprochen. Und wir haben nicht viel drauf gegeben. Wir haben es nicht so ernst genommen, aber es war das Sprechen des Herrn. Es war potenziell begleitet mit Versorgung, mit Gnade, mit Leben, mit Freude. Wir sehen, im neuen Bund spricht er so zu uns. Er teilt sich damit selber aus. In Matthäus 5,23 sagte Jesus darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich daran erinnerst, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin, versöhne dich erst mit deinem Bruder und dann bring deine Gabe zum Altar. Das ist genau das. Du bist mitten im Gottesdienst, du willst gerade irgendwas machen und auf einmal erinnerst du dich. Was ist das? Das Anstupsen des Geistes. Versöhne dich zuerst. Danach macht er den Gottesdienst wie geplant weiter. Und sage ich dem Herrn, unterbrich mich nicht, ich bin gerade beim Beten. Ja, das Mama passt so, ja. Herr, unterbrich mich nicht, ich habe Wichtiges zu tun, ich bin gerade beim Beten. Okay, aber was passiert, wenn wir wieder und wieder und wieder seine feinen Impulse nicht hören? Aber wir sind seine Kinder, wir sind seine geliebten Kinder. Er will sich Gehör verschaffen, aber wir hören einfach nicht. Wir hören tagelang nicht, wochenlang nicht, monatelang nicht, vielleicht jahrelang nicht. Wie verschafft sich der Herr Gehör, wenn er uns doch so liebt? Und dann kommt seine Disziplinierung ins Spiel, weil er züchtigt, er diszipliniert jeden Sohn, den er annimmt. Wir sind nicht Bastarde, wir sind seine Söhne, heißt es. Und deswegen wird er sein Sprechen intensivieren. Weil das ist nämlich noch schlimmer, wäre es, wenn der Herr uns das Silent Treatment gibt und gar nicht mehr spricht zu uns. Das ist nämlich das Allerschlimmste. Das ist die schlimmste Form, wenn er sich so zurückzieht. Hebräer 12,5. Und ihr habt völlig die Ermahnung vergessen, die sich an euch als Söhne richtet. Mein Sohn, sieh die Züchtigung des Herrn nicht geringschätzig an. Ermahnt ihn nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er geißelt jeden Sohn, den er annimmt. Dass ihr standhaft ausharrt, ist für euch eine Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn welchen Sohn gibt es, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der alle Söhne Teilhaber geworden sind, dann seid ihr Uneheliche, also Bastarde und nicht Söhne. Außerdem haben wir die Väter unseres Fleisches als Züchtiger gehabt und wir haben sie respektiert. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen, also Gott, und leben? Denn sie haben uns zwar für wenige Tage gezüchtigt, wie es ihnen gut erschien. Es war eher aber zu unserem Vorteil, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Keine Züchtigung nun scheint für die Gegenwart eine Sache der Freude zu sein, sondern der Traurigkeit. Später jedoch bringt sie denen, die durch sie geübt worden sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Okay. Und jetzt kommen wir noch zu einem Bibelwort, das manche von euch kennen, manche nicht. Es steht im Buch Jesaja, Kapitel 30, Jesaja 30, und da heißt es in Verse 20 bis 21, und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben? Frage, wer hat das Brot der Not gegeben, der Teufel oder der Herr? Der Herr. Der Herr hat euch das Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben. So wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen. Wer ist unser Lehrer? Der Heilige Geist, der Herr. Der Herr lehrt uns durch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis. Und er wird sich dadurch nicht länger verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Du wirst auf einmal in den Umständen den Heiligen Geist und die Führung des Herrn auch zurechtbringen, erkennen. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören, dies ist der Weg, den geht. Dies ist der Weg. Er will uns auf den rechten Weg führen und er gebraucht dazu, der Heilige Geist ist unser Lehrer, aber er gebraucht dazu auch Erziehungsmittel, nämlich Brot der Not und Wasser der Bedrängnis. Er macht das nicht gerne, aber bevor wir noch schlimmer in die Irre gehen,
bevor alles versagt. Ich sage mal, welche Mutter würde ihr Kind nicht an den Haaren packen, um es vor dem heranfahrenden Auto ihr Leben zu retten? Natürlich. Und auch wenn es weh tut, dass es sie an den Haaren packt. Und daher, bevor wir unser Leben ins Verderben bringen, pack dich an den Haaren. Und wenn es zieht und wenn es weh tut, aber er packt dich, um dein Leben vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und der Herr gebraucht in seiner souveränen Anordnung Lebensumstände als Erzieher. Wenn wir nicht die Impulse hören, wenn wir nicht die feine, kleine Stimme hören, dann verschafft sich der Herr Gehör, indem er die Lautstärke seines Sprechens hochdreht, um uns auf den klaren Weg wieder zu bringen, um uns zum Bösen, zur Rechten und zur Linken zu bewahren und uns auf dem rechten Weg zu halten. Und in Offenbarung 3, 19 bis 20 sagt der Herr: So viele ich liebe, tadle und diszipliniere ich. Darum sei eifrig und tue Buße. Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Den Vers kennen wir alle. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, werde ich hineinkommen und ein Festmahl mit ihm haben und er mit mir. Dieser Vers gefällt uns, aber der Vers davor gefällt uns nicht. So viele ich liebe, und das ist ein neutestamentlicher Vers, so viele ich liebe, die tadle und diszipliniere ich. Weißt du, der Herr gibt uns so viel wie nötig nur, nicht mehr als nötig. Aber so viel wie nötig gibt er uns auch Strenge und Härte durch Lebensumstände, um zu sagen, ich will dich wieder bei mir haben. Ich will dich wieder auf dem geraden Weg der Nachfolge des Glaubens haben. Und deshalb sagt er, wenn jemand meine Stimme hört, und hier sind wir beim Thema, Gottes Stimme hören, das Hören seiner Stimme, mit der er an die Tür klopft, ist, wen ich liebe, den tadle und erziehe es. Das ist sein Anklopfen. Das ist nicht nur der evangelistische Ruf, kommt zu Jesus, wie dieser Vers öfter verwendet wird, sondern es ist sein Anklopfen an die Gemeindetür in Offenbarung 3, Vers 19 bis 20. So viele ich liebe, tadle und bringe ich zurecht. Wer meine Stimme hört, wer meine Stimme hört durch das Brot der Not und durch das Wasser der Bedrängnis. Wer meine Stimme hört, zu dem komme ich rein wieder. Den flute ich wieder mit meiner Güte, meiner Zurechtbringung. Aber das will er nicht. Er will viel lieber, dass es gar nicht so weit kommen muss. Er will viel lieber durch die feine, leise Stimme zu uns sprechen, wie bei Elia. Und er möchte, dass wir einfach das erkennen, auch durch die Botschaft heute, wie er zu uns spricht, wie er uns mit allem belohnen und versorgen möchte, mit Gnade, mit Leben, mit Licht, mit Liebe. Und es ist nie zu spät, wenn wir seine Stimme ignoriert haben, seine feinen Impulse ignoriert zu haben, zu sagen, Herr, ich kehre um, es tut mir leid, ich möchte wirklich auf deine feine, leise Stimme achten, ich möchte der Stimme des guten Hirten folgen, ich möchte sie hören, ich möchte horchen und gehorchen und immer mehr werden wie du. Amen. Danke, Herr, danke für diese klare, ausrichtende Botschaft, wo du uns einfach ganz klar zeigst, wie du mit uns redest, wie du mit uns reden willst, Herr. Und wir danken dir dafür. Danke, Herr. Amen. Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Du verließ den Thron
wusstest, das war unsere Rettung, als du uns mit Wegen starb. Preis dem Vater, preis den Sohn, preis den Geist, Geist auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige.
Ich habe gesehen, also einfach eine Landschaft gesehen und es war hell, es war heller Tag, die Sonne hat geschienen, aber der Himmel war so von so einem ganz leichten Wolkenschleier bedeckt. Aber wie gesagt, es war hell, es war ein schöner Tag. Und dann ist plötzlich an einer Stelle ist dieser Wolkenschleier weggebrochen und man hat diesen einen Strahl gesehen, diesen einen Sonnenstrahl gesehen, der nach unten gegangen ist. Und dort, wo die Sonne auf die Erde getroffen ist, je länger dieser Strahl dort war, umso mehr hat der Boden begonnen zu glitzern. Also es war, als ob die Sonne den Staub wegbrennt und glitzernde Steine, funkelnde Steine hervorkommen. Eine unglaubliche Schönheit, es war so ein goldenes, glitzerndes Scheinen und Funkeln. Und es ist richtig, an der Seite ist richtig so Dampf aufgestiegen und Staub aufgestiegen, zu beiden Seiten hin. Und der einzig klare und helle Ort war dieser eine Ort, wo der Sonnenstrahl draufgegangen ist. Und der Herr sagt zu diesem Eindruck, die Zeit, wo mein Licht einfach diffus die ganze Christenheit beschienen hat, gleich. Das wird sich jetzt unterscheiden, weil dort, wo die Wahrheit ist, wird die Wolkendecke aufreißen, es wird klar werden und es werden einzelne Strahlen hervorkommen, die den Staub wegbrennen. Aber das Scheinen und das Glitzern in dir kann nur hervorkommen, wenn du dich diesem Strahl aussetzt. Wenn du genau dort bist, wo das Strahlen und das Scheinen ist. Und wenn du heute eine Entscheidung triffst und jeden Tag eine Entscheidung triffst, dich der Hitze auszusetzen, dich dem Scheinen auszusetzen und an diesem einen Ort zu bleiben. Bist du bereit, deine ganze Freiheit aufzugeben, um zu scheinen für mich, um zu strahlen unter meinem Lichtstrahl, unter meinem heiligen Strahl? Bist du wirklich bereit, diese Herzensentscheidung zu treffen? Ich will an keinem anderen Ort sein, als nur dort, wo dein Scheinen ist. Nicht überall dort, wo diffuses Licht herrscht, sondern dort, wo mein klares Sprechen, mein klares Scheinen ist. Links und rechts wird Staub aufgewirbelt, aber an dem einen Ort wird es klar sein und das funkelnde Gold wird hervorkommen. Als Michael angefangen hat zu predigen, habe ich gesehen, wie der Boden so umgerissen ist um uns herum. Und draußen ist es sehr gerissen, sehr trocken. Kaputte Dürre, eine kaputte Dürre, eine Erde. Und nur, wo wir da drauf sind, das ist wie so ein Umriss. Da hat sich der Boden erhoben, also da, wo die Gemeinde ist. Als Michael gepredigt hat, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Und ich habe draußen gesehen, wie draußen es ist, wie der Boden, also wie so ein Erdbeben einfach gespaltet ist, der Boden trocken ist. Es ist draußen sehr trocken, es ist sehr dürre. Und nur da ist mein Licht, sagt Jesus, da, wo die Gemeinde ist. Schau auf die Gemeinde, schau da, wo dein Herz ist, da, wo deine Liebe ist. Schau auf mich, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Schau auf mich, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, schau einfach geradeaus. Ich bin der Strom des Lebens, ich versorge dich mit Wasser des Lebens. Schöpfe von mir, aus meiner Quelle, sagt der Herr, komm zu mir, sagt er, mein Kind, komm zu mir, mein Kind. Ich sorge für dich, komm zur Gemeinde, ich sorge für dich, mein Kind. Ich sorge für dich, mein Kind. Du brauchst dich nicht zu sorgen um die Welt. Und das ist es, die Gemeinde wurde auf jeden Fall hoch erhoben, also der Boden. Und ja, wir befinden uns drauf und da scheint natürlich das Licht. Und auf jeden Fall, das ist wie so ein königliches Gebäude. Das ist natürlich auch das Gebäude Gottes. Und
da hat uns der Herr bewahrt und wird uns davor noch bewahren, vor der schrecklichen draußen Zeit, die noch kommen wird, bewahrt er uns hier in der Gemeinde, im Leib, mit Geschwistern zusammen. Nur eins sind wir mit Christus und wir sind eins mit ihm, wenn wir im Leib verbunden sind. Ich habe gesehen, der Anbetung, wie so Tropfen von flüssigem Gold, so geschmolzenes Gold, ist wie Tropfen auf uns gefallen. Amen. Die Zeit Autismus ist vorbei. Ich mache die Wunder, welche habe ich geplant. Es war während des Lobpreises, als ich auch diesen Himmel und diesen Strahl der Herrlichkeit gesehen habe. Und es war jetzt nicht von oben nach unten, sondern es war der Lobpreis, der sich in Wogen hinauf zum offenen Himmel getragen hat. Und ich glaube, dass jetzt gerade, also ich habe den Herrn gefragt und ich glaube, dass ich das so verstehen darf, also was soll das bedeuten? Ich glaube, dass wir es so verstehen dürfen, dass jetzt wirklich in diesem Lobpreis, so wie wir jetzt da in Einheit den Herrn angebetet haben, dass wir wirklich einen Teil, dass Christus in uns einen Teil zum Vater hinauf zu seiner Ehre gebracht hat. Ich hatte nur zwei Gedanken während der Anbetung, und zwar Schönheit und Herrlichkeit. Okay, wartet jetzt, hört auf es mit den Eindrücken, konzentriert auf das, was der Heilige Geist tut, das ist zerfranst jetzt gerade. Herr, lass uns jetzt auf dich fokussiert, auf diesen Strahl fokussiert sein. Schicko, steh auf, gelamas suchen, du. Thank you.
glaube, dass der Herr durch dich einen Wohlgeruch befreit. Ich glaube, dass der Herr durch dich einen Wohlklang befreit. Zu ihm zurück. Zu ihm. Lass deinen Lobpreis aufsteigen. Oh, Halleluja. Jetzt ist der Austausch. Nur das Echte strahlt, nur ich kann strahlen. Und alles, was ich anstrahle, kann den Glanz zurückgeben, den ich als würdig empfinde. Ihr strahlt, weil ich euch anstrahle. Und ihr strahlt zurück zu mir und ich empfange das Strahlen, das von mir ausgegangen ist. Nur das zählt. Werft alles Katzengold weg. Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder das gleiche Bild. Es geht um das Fließen, wie die Gabi gesagt hat, um das Empfangen und Antworten, Empfangen und Antworten, Empfangen und Antworten, Empfangen und Antworten. Das ist das, was die Liebe tut, Empfangen und Antworten. Herr, du hast uns zuerst geliebt, wir lieben dich. Herr, du hast uns zuerst geliebt, wir lieben dich. Das ist die wahre Beziehung, das ist das Fließen des Lebens. Oh, danke, das ist, oh, danke, Herr. Danke, Herr, du hast uns zuerst geliebt. Wir lieben dich, weil du uns geliebt hast. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen und fließt zu dir zurück, du selbst. Halleluja. Der Herr sagt zu einer Person, die da herinnen ist, und ich weiß aber nicht wer. Du hast Angst, auf das Echte zu greifen. Du hast Angst, auf das, also dieses Katzengold, von dem die Gabizas geredet hat, loszulassen, weil das glitzert doch auch, das ist doch auch Gold. Du hast Angst davor, auf das Echte zu schauen, weil du Angst davor hast, Kontrolle zu verlieren. Und der Herr sagt aber zu dir, verlier die Kontrolle, dann findest du mich und in mir die Ruhe. Amen. Ich möchte diesen unechten Schutz loslassen, den Selbstschutz, und dich als Schutz, als einzigen Schutz ergreifen. Aber Herr, ich kann das überhaupt nicht loslassen von selber. Herr, ich brauche dich dazu. Ich bitte dich um Situationen,
wo ich mit meinem Selbst, der den Selbstschutz sichtbar macht und wo ich dann wirklich mich auf dich hinwenden kann und wo ich, ja, wie auch immer, ich bitte dich um Situationen, wo du mit mir durchgehst, wo ich dich als Schutz nehme. Der Herr sagt zu dir, Elfi, ich kann es nicht bewirken. Ich kann das Loslassen nicht für dich machen. Das musst du, du musst loslassen. Du musst mich wollen. Du musst mich so sehr wollen. Ja. Wenn du mich so sehr willst, dann wirst du es loslassen, sagt der Herr. Das will ich. Amen. Amen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke für die Gnade, dass das Echte sich durchsetzt. Danke, Vater, für diesen Neuanfang. Danke in Jesus Christi Namen, für die Gnade, dass das Echte kommt, und dass du jetzt sie begnadest dafür, dass sie es loslässt, mühelos, einfach loslässt. Nicht mehr festhält, auch nicht mehr sagt, ich kann das nicht. Oh ja, du kannst, sagt der Herr. Meine Gnade befähigt dich und du kannst es. Du kannst es und du tust es. Du lässt es los. Los in Jesu Namen. Danke, Herr Geist. Danke, Herr. Nutzen, weil ich dieses Wort Gnade, Neuanfang mit Jesus und Gnade so berührt hat und ich will mehr Jesus, ich weiß, du wohnst in mir und ich habe alles, aber ich will noch mehr in dieser deiner Gnade leben. Und ich danke dir dafür, ja, und ich ergreife einfach den Neuanfang. Wir haben so viel über Gnade gelesen die letzte Zeit und ich will das einfach wirklich alles Alte noch, wenn da noch, ja, einfach diesen, in diesen Fluss dieser Gnade geben. Ich will Gnade leben, Menschen gegenüber. Weißt du was, Alexandra, was ich glaube, du bist hier, weil du auf das Wort von der Christine reagierst, weil du auch an was Zweitklassigen, an Katzengold festhältst. Du willst das echte Gold haben und dazu musst du was loslassen. Sag einfach her, ich lasse sie los. Ja, ich lasse los. Wie ich dich bisher erfahren habe. Es soll dich nicht begrenzen. Ich will dich nicht kontrollieren. Ich habe dich kontrolliert. Aber ich lasse es los. Mach mit mir, Heiliger Geist, wie es dir gefällt. Wo immer ich mich verliebt hatte. In meine Spiritualität. Und es dir jetzt im Wege steht. Für dein frisches Vorangehen in mir. Lass ich es jetzt los. In Jesu Namen. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir für die Sehnsucht der Alex. Vater, ein neues Werk der Gnade, das sie so begehrt. Das sie so haben will, Vater. Herr, sie hat sich gebeugt vor dir jetzt. Lass jetzt die Gnade übernehmen, Herr. Ich preise dich, Heiliger Geist. Danke für die neue Gnade. Danke, Herr. Durchdringe ihr Selbstverständnis, ihr Verständnis, wie sie zu laufen haben, ihr Vorstellungsvermögen. Lass sie es alles loslassen. Lass sie leicht werden wie eine Feder, Herr. Lass sie leicht werden. Halleluja. Neue Gnade, Vater. Neue Gnade. Ganz neue Gnade. Danke, Heiliger Geist. Komm. Ja, da ist es. Mehr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ich habe nur den Rest von der Auslegung, ich glaube, da fehlt noch was. Und zwar hat der Herr auch gesagt, ich scheine durch eure Reihen in jede einzelne Reihe bis in die letzte Reihe und ich erwarte, dass jede Reihe zurückscheint. Ich habe den Eindruck, dass Gott will, dass ich Kontrolle abgebe.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, auf was es sich bezieht, aber das Wort Kontrolle war auf jeden Fall da. Herr, ich gebe dir jetzt meine Kontrolle und du sagst, das behindert dich. Und ich gebe es dir ab, Herr, ich will es nicht mehr haben. Zeig du mir, welche Möglichkeiten, welche Freiheiten du für mich hast stattdessen. Herr, und es tut mir leid, wenn ich das in meinem Leben praktiziert habe. Herr Jesus, es war mir vertraut. Herr Jesus, es war mir vertraut. Es war mir lieb und teuer geworden. Es war mir lieb und teuer geworden. Aber ich lasse es los. Aber ich lasse es jetzt los. Ich will es nicht mehr. Selbst wenn es in meine Seele ein Loch reißen würde, du würdest das Loch füllen mit Liebe und Gnade. Du würdest das Loch füllen mit Liebe und Gnade. Tu es jetzt, tu es jetzt. Tu es jetzt, Herr. Amen. Danke, tu es, Herr Jesus, Heiliger Geist, tu es. Tu es, nimm es weg. Nimm es weg an das sie geklammert hat. Das so lange, so eine zweite Tür geworden ist. Das so tief in dir verwachsen ist. Ja, schneid es raus hier, operier es raus hier. Wirke deine große Gnade und Liebe, was völlig neu ist. Was völlig neu ist. Tiefes Vertrauen, tiefes Vertrauen. Leichtigkeit, Schweben, wie beim Tanzen, Herr. Oh, Halleluja, Heiliger Geist, danke, Herr. Komm neu, fülle sie ganz, Heiliger Geist. Tu dein Werk an ihr, ganz ein neues Gnadenwerk an ihr. Danke, Vater. Mich auch gerne wie die Alex mich ganz neu der Gnade einfach öffnen. Genau. Gibt es konkret etwas, wo du sagst, wo du was festgehalten hast, innerlich an der Vorstellung, an, wo irgendetwas eine Sichtweise von Gott oder wo du merkst auf einmal, du möchtest etwas Konkretes loslassen. Gibt es etwas Konkretes, was der Herr dir sagt, das will ich loslassen? Wahrscheinlich unbewusste Dinge, von denen ich nicht weiß und von denen ich loskommen möchte, wo ich also mir fällt jetzt eigentlich nichts Konkretes in den Sinn, nein. Weggenommen hast, aber nicht mehr länger dabei zu verweilen, nicht mehr zu versuchen zu rekonstruieren, wie war das damals und wie war jenes damals und genau deshalb meine ich es, weil ich eben nach vorne möchte und ich will wirklich das Alte zurücklassen und mich deshalb gerade neu öffnen. Amen, Amen, Amen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Vater. Du hast dir ein komplett neues Leben gegeben, Vater. Und ich bete, dass das hier nichts loslässt, was ihr eine vermeintliche Sicherheit geben will. Was von früher ist, Vater, was nicht mehr aktuell ist. Vater, ich bete, Herr. Vater, ich bete, dass sie ja bewusst nicht mehr zurückschaut. Vater, so nach vorne schaut, Vater. Ich bete um meine Gnade.
an nichts festhält, die Mariana, Vater. Ich bete, dass sie nur auf Christus schaut, am Haupt festhält. In Jesu Namen, Vater, in Jesu Namen. Vater, ich fülle sie jetzt ganz neu mit Gnade, mit Gnade, mit Gnade, mit Gnade, mit Gnade. Starke Salbung da gerade, Halleluja. Ich habe noch den Eindruck von einem Wort der Erkenntnis, dass der Herr irgendwas am Nacken heilt. Sei es eine Verletzung, eine Verspannung, Schmerzen, keine Ahnung. Ja. Ich habe diese Schmerzen schon seit 2 Jahren oder mehr. Ja, und es geht nie weg. Okay. Und ja. Dauernd, Tag und Nacht. Immer. Immer, weil ich muss immer crack. So. Ja. Immer. Und, aber es ist immer da. Okay. Immer. Den ganzen Tag. Okay. Immer. Gut. Ja. Just relax. Einfach entspanne dich. Entspanne dich. Schau, der Heilige Geist hat zu deinem Zustand gesprochen, weil er dich liebt, weil er etwas tun will. Sei in einem Ort, wo du empfängst von ihm. Liebe, Heilung. Im Glauben empfängst du jetzt von ihm. Heiliger Geist, ich bete in Jesu Christi Namen. Berühre sie jetzt, Heiliger Geist. Nicht durch Herr der Kraft, sondern durch deinen Geist. Sei geheilt in Jesu Christi Namen. Sei geheilt in Jesu Namen. Völlig geheilt. Völlig geheilt. Kommt alles in die Ordnung Gottes. Alles in die Ordnung Gottes. Breche jeden Auftrag des Feindes in Jesu Namen. Freiheit, 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 Freiheit in Jesu Namen. Stärker, Heiliger Geist, komm, füll sie, flüssige Liebe, heißes Feuer wie Lava in den Nacken hinein, in Jesu Namen. Fangen an. Das Thema lautet Spaltung vermeiden und Glaubensabfall abweisen. Den langen Satz, bisschen gekürzt, 2 Sachen. Spaltung vermeiden und Glaubensabfall abweisen. Und diese 2 Dinge stehen jeweils im Gegensatz. Beide Dinge stehen im Gegensatz. Und zwar die Spaltung steht im Gegensatz zur Einheit, die wir bewahren müssen, die wir in der letzten Predigt gehört haben von der Woche. Und der Glaubensabfall steht im Gegensatz zum Glauben, für den wir kämpfen. Das hört sich erstmal an wie 2 wichtige Ratschläge, aber es steckt mehr dahinter. Es steckt dahinter, dass es nur um die Liebe geht. Ich weiß nicht, ob das Thema, das könnte ein bisschen trocken vorkommen oder ein bisschen gruselig, was alles schieflaufen kann, aber es geht nur um die Liebe. Weißt du, wenn du einen Menschen liebst, dann wirst du nicht zulassen, dass jemand schlecht über diesen Menschen spricht. Du wirst ihn verteidigen. Und unser Liebster, den wir verteidigen, ist der Herr Jesus, oder? Und wir verteidigen sein Haupt und seinen Körper, sein Leib.
Und deswegen kämpfen wir gegen Spaltung, weil die Spaltung zerstört das Haupt unseres Geliebten und der Glaubensabfall zerstört das Haupt, das ist den Kopf unseres Geliebten, und die Spaltung zerstört den Körper unseres Geliebten. Also es ist eine Frage der Liebe. Und Paulus, der so gutmütig war und so weitherzig war und alle Geschwister aufgenommen hat mit all ihren Schwachheiten, war knallhart und kompromisslos, sobald jemand den Herrn angetastet hat, sobald jemand Irrlehre verbreitet hat, das ist der Glaubensabfall, der Götzendienst, das ist Irrlehre im Neuen Testament, und auch sobald jemand Spaltung gebracht hat. Er hat gesagt, diese Menschen müssen wir markieren, meiden. Diese Menschen, da dürfen wir nicht sagen, ist ja auch ein Bruder, ist ja auch eine Schwester. Wir müssen ganz klar vorgehen gegen Wölfe im Schafspelz. Wir müssen auch in der Zukunft wachsam sein. Egal wie lieb, egal wie gesalbt ein Bruder, eine Schwester sein mag, wenn er Spaltung bringt, durch eine abweichende Lehre von der ewigen Ökonomie Gottes, wenn er Glaubensabfall bringt, weil er irgendwo eine Sonderpraxis reinträgt, dann müssen wir sagen, ich glaube, dein Platz ist nicht hier bei uns. Bei aller Liebe, bei aller Toleranz, bei allem, dass wir alle Christen annehmen. Aber Paulus hat die nicht angenommen, zum Schutz, zur Verteidigung von Christus. Und Christus als Haupt, Christus als Leib. Und ich muss sagen, es gibt ein paar Leute, wie soll ich sagen, wenn jemand auf Facebook meinen geistlichen Vater antastet und ein einziges schlechtes Wort schreibt über ihn, wird er sofort gelöscht. Keine Diskussion, ist ein No-Go. Wer ihn antastet, ist sofort, sind mir verschiedene Leute auf Facebook, also klar. Und wenn jemand gegen meine Frau vorgehen würde, dann wäre auch meine Toleranz vorbei. Das ist doch klar. Es ist eine Frage der Liebe. Wer liebt, muss das hassen, was diese Liebe zerstört. Und deshalb müssen wir die Irrlehre hassen und wir müssen die Spaltung hassen. Da hört der Spaß auf. Ich glaube, das ist uns groß geworden. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Denn es geht hier nicht um technische Finessen und Detailfragen. Es geht hier um die Wurst. Es geht ja hopp oder top. Darum geht es in diesen Tagen. Das müssen wir vermeiden und das müssen wir abweisen. Amen. Ja, Geschwister, es geht nicht um die Wurst, es geht um die Liebe zu Jesus, so wie der Michael am Anfang gesagt hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin begeistert, wie der Herr die Dinge immer wieder orchestriert, dass alles zusammenpasst. Heute im Lobpreis war dieser klare Eindruck von, es geht um den Austausch. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dieser ständige Austausch mit dem dreieinen Gott. Das ist die Essenz. Wenn wir alles zentrieren, dann geht es nur noch darum, um diese Essenz, der ständige Austausch. Das ist die Ökonomie Gottes. Der Austausch des dreieinen Gottes mit dem Menschen. Und auch den Eindruck, den ich eben hatte, mit diesem Lichtstrahl. Geschwister, ich bin ganz sicher, dass der Herr seine Bodenschätze weit gestreut hat, dass wir nicht die einzige Gemeinde auf weiter Flur sind, die Bodenschätze vom Herrn bekommen hat. Aber die Frage ist es, wie viele Christen setzen sich dem Austausch in dem Maße aus, dass die Bodenschätze hervorkommen können? Darum geht es ganz stark in Tag 3. Es geht um den Austausch mit dem dreieinen Gott. Der dreieine Gott, allumfassend als die Einheit mit dem Menschen. Und nur wenn wir, jeder Einzelne für sich, diese Einheit anstrebt, auf das Scheinen des Herrn antwortet, auf die Liebe des Herrn antwortet, dann kommt das Strahlen und das Scheinen hervor. Es wird nicht Staub aufgewedelt, wie rundherum, sondern das Scheinen und die Bodenschätze kommen hervor. Und nur dann wird der Leib aufgebaut, Geschwister. Und ich erinnere mich an eine Predigt im Kraftraum in Aigen, weiß nicht, x Jahre her, da hat der Michael noch aufs Flipchart gemalt, wie jeder Einzelne von uns, wie er in die Gemeinde kommt, in eine Seelenblase eingehüllt ist. Und wie wir uns einander nicht nähern können, weil diese Seelenblasen sich quasi im Weg sind, abstoßen miteinander. Wir können nicht tatsächlich in Einheit treten. Erst wenn jeder Einzelne von uns diese Blase dem Herrn hingibt und aufweichen lässt von der Liebe des Herrn, also in den Austausch mit dem Herrn tritt,
weichen diese Blasen auf und der Leib als eins wird aufgebaut. Es ist eine Vermengung im Geist möglich. Das baut den Leib auf, Geschwister, wenn wir unsere Seelenblasen aufgeben, wenn wir in den Austausch treten mit dem dreieinen Gott. Und danach strebe ich, mit Geschwistern gemeinsam zu sein, die sich diesem Austausch nicht entziehen, sondern die sich entschieden haben, sich dem Scheinen des Herrn auszusetzen, die Ökonomie nicht nur dem Verstand nach zu erfassen, sondern täglich darum zu beten, Herr, mach es zu meinem Lebensvollzug. Lebe deine Ökonomie in mir, Herr. Amen, ja, Herr, lebe deine Ökonomie in mir. Amen, wie wunderbar. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann müssen wir auch seinen Leib lieben. Das heißt, wir kommen nicht daran vorbei, irgendwie eine Idee seiner Gottes ewigen Plans zu bekommen. Er will sich vervielfältigen in uns und seinen Ausdruck hier auf Erden bekommen. Und das ist das, was mir am Tag 2 groß geworden ist, die Ausführung, wie der Bruder da schreibt, dass der einzige Weg, in der wir innerhalb der Ökonomie Gottes und in der Wiedererlangung, das bedeutet, dass der Herr, dass wir den Herrn wiedererlangen und der Herr uns auch wiedererlangt, ist das Einzige, dass unser Mitteilen, unser Herzensverlangen gemäß der ewigen Ökonomie Gottes ist. Amen. Und wenn wir hier stehen und sei es nur ein kleiner Teil einer natürlichen Ansicht oder einer natürlichen Lehre, dann befinden wir uns nicht unter dieser Salbung. Und da ist man dann einfach auch dieses Gedankenbild gekommen, dass wir der dreiteilige Mensch sind mit einem dreieinen Gott. Und dieser dreieine Gott war in seiner Ökonomie, war ökonomisch, hatte er sich aufgeteilt, damit er in uns eindringen kann, uns wieder zum Vater bringen kann, damit wir eins werden mit ihm. Und es ist wunderbar. Herr Jesus, ich liebe dich und Herr, bitte halt mich ganz, ganz nah in dir, an deinem Herzen dran und an deinem ewigen Plan, sodass er durch mich und durch diese Gemeinde hier in Salzburg in Erfüllung gebracht wird. Amen. Amen. Mir sind drei Sätze vom Tag 2 ziemlich angesprochen. Und zwar, es gibt ein Sprichwort, das besagt, ein Satz kann die Nation aufbauen und ein Satz kann die gesamte Nation vernichten. Nur einen Satz zu sprechen, der deine Konzepte vermittelt, reißt alles nieder. Der Herr hat da jetzt seinen Zeigefinger auf mich gelegt und er hat mir, das ist nämlich auch etwas, woran ich gerade arbeite, oder sagen wir er mit mir oder wir zusammen, und zwar hat mit dem Michael einmal aufmerksam gemacht, hatte ich ein wunderbares Gespräch mit ihm und am Schluss hat er gesagt, ob ich ein Überwinder werden will, ja natürlich, dann hat er mich aufmerksam gemacht, dass jedes Mal, wenn irgendwer irgendwas postet, dann bin ich meistens die Erste, die gleich irgendwas drauf schreibt oder reagiert. Und wenn man so schnell reagiert, ist es eigentlich nie im Geist. Und dann habe ich mich gefragt, wieso mache ich das eigentlich? Weil ich habe eigentlich eine lange Leitung. Und dann habe ich mich erinnert, ich bin früher nie zum Reden gekommen, wenn wir mehr als zwei waren, weil die sind sich gegenseitig dann immer schon beim letzten Satz ins Wort gefallen und ich habe mich so geärgert, dass ich nie zum Reden gekommen bin. Und dann habe ich mir diesen Satz gesagt, Frechheit siegt. Da habe ich gedacht, wenn die das machen, dann mache ich das auch. Und ich habe es mir wirklich angewöhnt, ich habe es mir auch gesagt vorher, wenn wir ein Gespräch gehabt haben, wo mehrere waren, habe ich gesagt, Frechheit siegt. Und der Satz, der ist ein Teil von mir geworden und das hat mein ganzes Reden eigentlich verdorben, weil du kannst nicht mit dem, das ist ein Satz aus dem satanischen Weltsystem, der reißt zwar nicht die Nationen nieder, aber er reißt was nieder. Und dann habe ich mich von diesem Satz getrennt
Und dann habe ich Jesus gefragt, was ist denn Frechheit für dich, Jesus? Und er hat gesagt, ein Schlag in mein Gesicht. Und dann habe ich mir gedacht, also ich würde sicherlich nicht wagen, einem von euch einen Schlag ins Gesicht zu geben. Und Jesus, mache ich das mit solchen Sachen, ja. Und möchte ich natürlich nicht mehr. Jetzt habe ich diese Sache da gebrochen und mich getrennt von dem und habe mir gedacht, musst du was anderes hinstellen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich sage immer nicht ich, sondern du. Und du, Jesus, bist sanftmütig und von Herzen demütig. Und du sprichst dann durch mich. Und das möchte ich machen. Und die Silvia hat mich auch schon mal darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich das dann der Judith erzählt. Und wir haben dann so gelacht. Ich habe das nämlich, sie gesagt, reagiere nicht immer als Erste. Und dann haben wir gedacht, okay, dann reagiere ich als Zweite. Und habe immer gewartet, bis einer gepostet hat und dann habe ich gepostet. Also das ist, die Seele ist so blöd, wenn es darum geht, sie soll was loslassen. Aber jetzt weiß ich den Grund. Oh Herr Jesus, oh Herr Jesus, du regierst uns im Geist und unsere Seele passt sich an, wird erneuert. Letzte Woche hatten wir uns ja mit der Einheit beschäftigt und das Thema diese Woche, das Spaltung vermeiden, habe ich zuerst gedacht, naja, das ist eigentlich nur das Gegenteil davon, ne? Und die Einheit zu bewahren, ja, da sind wir ja am Üben. Und das mit dem Abfall vom Haupt hatte ich weniger Probleme. Und habe aber schon gesehen, dass es eine Problematik gibt in der Spaltung des Leibes. Und die ist sehr wohl allgegenwärtig und zwar jeden Tag. Und das ist etwas, das kann natürlich Gott erstens nicht gefallen und zweitens ihn auch nicht zum Ausdruck bringen. Denn in seiner Ökonomie hat er entschieden, dass er sich selbst, es ist schon gesagt worden, zuerst als drei in eins, also zuerst der eine, also in drei in eins gibt, um uns in den dreiteiligen Menschen in sich aufnehmen zu können und wir ihn aufnehmen können und dann, dass sich diese Ökonomie, die er hat, dieser Gedanke, dass sich sein Ausdruck vergrößert, dass sich quasi das in der vergrößerten Einheit ausdrückt, in die der Mensch mit hineingenommen wird. Und das ist was, ja, das kann sich kein Mensch ausdenken. Dazu ist nur unser großartiger Gott in der Lage. Und wenn man sich das vorstellt, was es bewirkt, wenn wir in unserer Seele agierend und reagierend handeln, hier hereinkommen und dann erwarten, dass etwas, was wir im Natürlichen und in der Seele produzieren, was vielleicht im Gleichklang ausschaut, aber natürlich keine geistige Einheit ist, wenn wir dann erwarten, dass Gott uns antwortet und wir von ihm geflutet werden, dann kann das nicht gehen. Aber was geht, wenn die Einheit, so wie der Herr gesagt hat, dass er die Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, uns gegeben hat, damit wir eins sind mit ihm, so wie der Vater, so wie er mit dem Vater eins ist. Wenn dann diese Einheit hergestellt ist, dann erleben wir zweifellos so etwas, was wir jetzt vor einer Stunde oder so erlebt haben. Denn dann gießt sich der Geist, der Herr Geist, in unseren Geist. Und dann entsteht dieses Fließen. Und das ist die Einheit, wenn wir feststellen, dass wir auf diese Einheit zurückkommen. Dann kommen nämlich diese göttlichen, die himmlischen und die geistlichen Dinge zurück. Und dann sind wir ein Teil davon. Und nicht nur ein Teil davon, sondern auch die, die es genießen und auch die, die es ausführen. Also wir sind mit Christus, der alles in allem erfüllt und wir sind die Fülle. Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
In Gliederung Tag 3 steht, die echte Einheit ist eine alles einschließende, umfassende Einheit, die alle positiven Dinge beinhaltet. Und diese große Einheit, und es steht irgendwo im Psalm, die hier eingeführt ist, dann gießt Gott Segen aus oder gibt Segen aus in Psalm 133. Und das wünschen wir uns alle, das zu sehen, dass die Gemeinde lebt, dass Gott wirklich wirkt, dass sein Plan wirklich durchkommt. Aber in allem Einheit, diese Einheit, große, echte Einheit fängt bei uns an, bei unserer Einheit mit Gott, mit dreieinen Gott, bei unserem Genuss, wie wir täglich Gott genießen, wie wir im Geist sind, weil es nutzt uns alle diese Lehre von Spaltung und Glaubensabfall, wenn wir im Geist denjenigen nicht erkennen. Weil Lehre nach, ich glaube nicht, dass ich jemanden erkennen könnte, aber im Geist, mein Geist schlägt aus, wenn was nicht stimmt. Und das ist, das kann man nur, wenn man Geist, scharfes Geist hat, wenn man isst, wenn man regelmäßig mit Christus Zeit verbringt. Und nur Christus ist diese Einheit. Und nur in Christus sind wir eins. Und Christus, Halleluja, preist dem Herrn für Christus in uns. Amen. Amen. Preist den Herrn für Christus in uns. Amen. Also ich fand das Thema teilweise in der Woche nicht so einfach. In der Einheit zu sein bedeutet im Leben zu sein. In der Einheit zu sein bedeutet im Leben zu sein. Und in der Spaltung zu sein bedeutet im Tod zu sein. Die Spaltung ist allumfassend, schließt alles ein, alle negativen Dinge, Weltlichkeit, Fleisch, Selbst, den alten Menschen. Ja, also das ist allumfassend und einfach, ja, ich fand es zum Teil, ich war dankbar, erst war ich auch dankbar, dass das jetzt erst kommt, in der Morgenerweckung und nicht in der Zeit, wo ich dachte, oh je, Carina. Und ja, und ich habe mich auch gefragt, inwieweit ist auch Spaltung in mir selber noch, also was habe ich in mir selber auch an eigener Spaltung. Und ja, wir brauchen den Herrn, ich brauche den Herrn einfach, um diese Einheit zu sein. Und der Herr sieht es, der Herr deckt es auf, er verändert es, aber es braucht Zeit. Und es darf aber nicht sein. Gut, man bekommt es jetzt von jetzt auf gleich vielleicht nicht weg, aber mit dem Herzen, mit der Liebe zum Herrn, den Herrn zu suchen, zu sagen, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht in mir eine Spaltung haben, ich möchte auch nicht irgendwo anders spalterisch unterwegs sein oder wie auch immer, indem ich auf mich selbst bezogen bin, indem ich, keine Ahnung, weltlich bin, wie auch immer. Und ja, ich bin wirklich froh, dass der Herr mit mir da schon ein Stück wenigstens weiter ist. Und dass, ja, dass man dann jetzt nicht denken oder auch nicht, vielleicht nicht da hineinkommen sollte, jetzt zu sagen, ich bin jetzt nicht in der eigenen Einheit oder wie auch immer, und ich fange an zu vermeiden oder fange an zu sagen, ich kann jetzt nicht dabei sein. Ich glaube, der Herr möchte nicht, dass wir anfangen zu sagen, die Sandy hat das ja am Freitag auch gesagt, sie hat sich später zugeschaltet. Er möchte nicht, dass wir Dinge aus irgendeinem Grund heraus, dass wir nicht dabei sind, sondern er möchte, die wollen, die auserwählt sind, die sollen dabei sein, selbst wenn jetzt Dinge noch nicht gut laufen. Aber wie soll es sich verändern, wenn man nicht im Leib ist? Bei mir verändert sich so viel. Jeden Freitag, jetzt zweimal hintereinander, kam bei mir Freitag so viel zum Vorschein. Ich kann mir nicht vorstellen, den Freitag zu verpassen. Oder auch den Mittwoch. Gut, Montag auch. Ist aber nicht mein HDK. Also Mittwoch hat einen Schwerpunkt dann da drin. Und da ist so viel Veränderung. Jetzt auch schon wochenlang hier. Da ist so viel Veränderung. Ich glaube, es ist auch Einheit, einfach Einheit dabei zu sein. Und ja, mir geht es da drin extrem schlecht teilweise, aber es ist so gut, weil Gott befreit mich da mittendrin aus alten Dingen, auch heute. Ich hatte Erinnerungen und ja, sie sind dazu da, dass sie rausfließen dürfen, dass da Heilung auch reinkommt. Und
ich bin da einfach dankbar, das ist die Ökonomie. Und ja, in der Einheit zu sein, bedeutet im Leben zu sein. Ich glaube auch, diesen Blick darauf, wo ich jetzt, natürlich sollte man sich auch verändern lassen, so den Blick dann weg, auch bei mir ist nichts, ist auch schlecht, aber den Blick einfach auf den Herrn. Ich so, Herr, ich kann es jetzt nicht, aber du. Und ja, dann darf man auch dabei seine Einheit und auch dieses, ich kann ja in jedem Moment auch in diese Einheit oder in den Geist gehen. Selbst wenn jetzt irgendwie was, einfach jeden Moment auch nutzen und hineingehen, hineingehen, weil es ist möglich, weil Gott macht es möglich. Amen. Amen. Ja, ich hatte auch aus Tag 1 eben, wo im Gotteswort von Spaltung und Glaubensabfall die Rede ist und was beides so schlimm für ihn eben ist. Und es heißt hier im Alten Testament, bedeutet Glaubensabfall Gott aufgeben und sich von Gott zu den Götzen wenden. Und im Neuen Testament ist Glaubensabfall Irrlehre und bedeutet die Verleugnung der Göttlichkeit Christi und nicht zu glauben, dass Jesus Christus der fleischgewordene Gott ist, um Mensch zu sein. Und Spaltung eben zerstört den Leib Christi als den korporativen Ausdruck Christi. Daher schaden Glaubensabfall und Spaltung der ganzen Ökonomie Gottes. Und genau, weil der Apostel Paulus eben sonst sehr offen und voller Liebe für jeden um ihn herum war, aber er hat überhaupt nicht tolerieren können, wenn es um Spaltung ging. Und genau, es heißt dann hier, wir müssen die alleinige Einheit des Volkes Gottes und den alleinigen Glauben an die Person und an das erlösende Werk Christi bewahren, wo es ja um uns geht und dass uns das auch wichtig sein soll. Amen. Amen. Okay. Die Brigitte hat geschickt. Hallo, liebe Geschwister, hier die Brigitte. Ich möchte auch meinen Genuss von dieser Woche mit euch teilen. Betrachtet Spaltung niemals als bedeutungslose Sache. In der Einheit zu sein bedeutet, im Leben zu sein. Aber in der Spaltung zu sein bedeutet, im Tod zu sein. Die Predigt vom letzten Sonntag, die hat sehr, sehr gut zu der Morgenerweckung in dieser Woche gepasst und hat sehr, sehr auch zu mir gesprochen. Und ich möchte das wirklich in mein Herz nehmen, was es bedeutet, in Spaltung zu sein mit einem Geschwisterteil. Und was für ein tiefer Einfluss negativer Art es auch auf die Gemeinde hat, wenn Spaltungen da sind. Mhm. Möge der Heilige Geist es mir wirklich zeigen, wo mein Herz in den Bereichen nicht in Ordnung ist. Dass ja, ich wirklich in Einheit mit meinen Geschwistern lebe. In jedem Bereich. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt kommt die Heike. Liebe Geschwister, Woche 10, Tag 1 bis 3 ist mir bewusst geworden, Gott, Papa im Himmel, prüft unser Herz, was darin ist, ob Irrlehren drin sind, Spaltungen, negative Gedanken und das will er rausnehmen und er will unser Herz bewahren, dass wir müssen lernen, auf Christus zu schauen, mit Christus zu leben, auf den dreieinigen Gott schauen, Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist und nicht auf unsere Seele neben schauen, sondern auf diese drei Personen in eins, die Einheit Gottes. Er will keine Spaltung, das will der Feind. Der Feind will Spaltung, der Feind will Irrlehren, der Feind will Wirrung. Aber wir sollen ein Leib sein, eine Gemeinde. Und wir sollen ihm nachlaufen, in einer Richtung siegespreismäßig. Und nicht
verwirren lassen. Das ist mir so bewusst geworden. Halleluja, preist den Herrn dafür. Ich danke den Herrn dafür, dass wir einfach ihm nachlaufen und unser Herz bewahren vor alle Irrlehren und ihn täglich darum bitten, das Seelenleben zu verleugnen und ihn aufnehmen. Christus lebt in uns, nicht wir, sondern Christus. Und er will uns bewahren. Und er prüft unser Herz, ob wir es ernst und ehrlich damit meinen. Oder ob es bloß ein loses Geschwätz ist. Oder ob wir es wirklich ehrlich mit ihm meinen. Halleluja, preis den Herrn. Das ist alles Prüfung. Die Umstände sind Prüfung. Die Gedanken sind Prüfung. Er prüft uns, ob wir es ehrlich mit ihm meinen. Ob wir ihn ehrlich angenommen haben, in unserem Herzen lebt. Amen. Mhm. Und die Sandy hat noch was geschickt. Halleluja, danke dir. Johannes 17, Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich habe diesen Vers und das Kapitel vom Johannes 17 genossen und habe mich wirklich diese Woche ausgeliefert, diesen Einssein der Göttlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat, ist die Sohnschaft mit dem Leben des Vaters und der göttlichen Natur. Das ist von der Fußnote aus dem Vers 22. Und ich habe dann Vers 3, Johannes 17, 3 gelesen und so genossen. Das war mir so ins Herz gefallen. Und was brauchen wir, um in der Einheit wirklich zusammen zu sein? Wir müssen zuvor in dieser Sohnschaft wirklich gefestigt werden. Und wie können wir das tun? Hier steht es. Und dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ich habe diesen Vers so genossen und es ist Leben geflossen und es berührt mein Herz und ich hoffe, es berührt euch. Das ewige Leben ist nicht das ewige Leben alleine, wie ich es früher gedacht habe. Ja, ich glaube an Jesus, dann habe ich ewiges Leben. Das ewige Leben ist, dass wir den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mhm. Und erkennen steht ja für die tiefste Einheit, für die tiefste Beziehung. Und das ist die Sohnschaft. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir in dieser Sohnschaft verweilen, wenn wir in diese Liebesbeziehung zu ihm verweilen, dann haben wir diese Herrlichkeit. Und dann können wir in dieser Herrlichkeit die Einheit gemeinsam ausdrücken. Und das wünsche ich uns von Herzen. Amen. In Epheser 4,14 steht, dass es da ein Trugspiel gibt, ein List und einen Irrtum, der zum System gemacht wurde, eben das Irrtum der Spaltung. Und diese spalterischen Lehren und die ganze Situation, die wir jetzt so als normal im Christenheit erleben, sind eine Taktik, ein gezieltes Vorangehen des Feindes, um den Leib Christi zu beschädigen. Warum ist ihm eigentlich der Leib Christi so ein Dorn im Auge? Weil der Leib Christi, der wird ihm gefährlich, weil da, wo der Leib ist, ist Gott selbst. Und wo irgendwelche Übereinstimmungen sind, lehrmäßiger Art oder Praktiken oder sonst irgendwas, ist nicht zwangsläufig der Leib. Der Leib Christi ist da, wo Gott im Zentrum steht, und zwar im Zentrum im Geist. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich will alles nur für Gott, aber das ist alles nur Verstand. Und der Herr ist an uns super dran, die Dinge, die wir im Verstand spazieren tragen, als eine innere Erfahrung in uns hineinzuwirken, als eine Geisterfahrung. Willst du dafür sorgen, dass du nicht spalterisch in der Gemeinde bist, wende dich dem Geist zu, deinem Geist, nicht dem Geist irgendwo. Hier in deinem innersten Geist ist Gott hineingeboren worden. Dort ist er und von dort aus wird er jegliche Art von Spaltung überwinden. Dort wirst du dann merken, da stimmt was nicht. Es ist jetzt nicht, dass wir rumprüfen müssen, prüfe dies und prüfe das mit diesen Prüfereien. Also Leute, die in diesem Checkergeist hängen geblieben sind, bringen Spaltung an sich. Weil irgendwas finden sie schon, was nicht ihrer Vorstellung entspricht. Sondern nur, wenn du dich dem Geist zuwendest. Und jetzt sind wir das. Die einzige Art, wie wir in der Einheit bewahrt bleiben können, ist in der Ökonomie Gottes. Was ist die Ökonomie Gottes? Ein tolles Lehrkonzept. Wenn du es so sehen willst, dann ist es ein tolles Lehrkonzept. Stimmt.
Aber es ist eine Wirklichkeit. Wenn du nur beim Lehrkonzept hängen bleibst, und wir hatten Leute, die kamen, waren fasziniert vom Lehrkonzept und abgestoßen von der Wirklichkeit, nämlich des Kreuzes, damit geht's los. Durch das Beenden des eigenen Seelenlebens und dem Geist sich selbst stoppen in seinem normalen Lebensvollzug, in der Seele gesteuert, hinwenden zum Geist, teilt Gott sich aus und von dort aus fließt die Einheit. Einheit ist nicht Übereinstimmung, Einheit ist nicht alle machen das Gleiche. Wisst ihr, Diktaturen über die ganze Weltgeschichte hinweg haben versucht, Einheit zu schaffen durch Gewalt und Unterjochung. Gott macht es nicht, er sagt einfach durch mein Fließen in euch. Und das ist sehr, sehr praktisch. Also, dass die Ökonomie Gottes lehren und praktizieren, wird uns automatisch in der Einheit bewahren und du wirst automatisch abgestoßen werden. Da muss man meistens gar nicht so sehr viel tun von Spaltung. Spaltung meidet dich. So schaut's aus. Und Herr, ich danke dir einfach so sehr, dass du uns wirklich nicht bei der Lehre hängen bleibst, sondern in der hängen bleiben lässt, sondern in der tiefen Wahrheit, was es bedeutet, im Geist zu wandeln und damit in der Einheit Gottes. Danke, Herr. Warum hält uns nur die Ökonomie in der Einheit? Weil die Ökonomie total eine Offenbarung über den dreieinen Gott. Der dreieine Gott, wie wir gehört haben, ist eins. Helmer hat so schön gesagt, ist eins. Und der Ausdruck dieses dreieinen Gottes im einen Leib muss auch eins sein. Und jemand hat mir gesagt, was gabotsch mir nie. Wenn du irgendeinen Dienst für Christus tust, als Evangelist, als Befreiungsdiener, als Lehrer, kannst du noch für dich selbst was abmelden. Aber wenn du dein Leben völlig für den Leib hingibst, verlierst du dich, deine Ehre, dein Stolz, dein Alles. Weil du passt nicht rein ins Nadelöhr, das hineinführt ins echte Gemeindeleben, solange du stolz bist, solange du noch für dich selber sein willst, dich distinguieren willst, abheben willst, dich noch vergleichbar willst oder irgendwie überlegen wirken willst. Am Ende bin ich doch der Beste. Solange du noch Konkurrenzdenken und all das an dir hast, bleibst du außen vor vom Leib. Weil erst wenn das geht, passt du durch dieses Nadelöhr durch. Silvia, dieses Bild gehabt von der Felsspalte, wo wirklich der vom Herrn der Ringe, wo der durch muss, der Frodo, oder? Und dann hängt aber ein Knopf noch da. Und er muss den Knopf abreißen lassen, sonst passt er nicht durch. Und ich sagte, jeder Knopf-Ministry muss gehen. Was ist ein Knopf-Ministry, ein Knopfdienst? Wenn jemand Heilung erfährt, fängt ein Heilungsdienst an. Wenn jemand Schulden erlassen erfährt, fängt ein Finanzdienst an. Das sind alles viele Dienste und das führt alles in die Spaltung. Aber wenn du das alles sein lässt, deine exklusiven Einzeldienste und zurückkehrst zu dem einen einzigen neutestamentlichen apostolischen Dienst, der den Leib aufbaut, dann haben wir die Einheit und dann bleiben wir in Demut und dann werden wir der Einheit bewahrt. Und die Lehrgrundlage dafür ist die Ökonomie Gottes, dass Gott diesen Plan sich zu vermengen, der dreieinige Gott sich austeilt. Also wenn du wirklich die tiefen Dimension dieser Gedanken nachvollziehst, dann merkst du, warum das so ist. Und warum haben wir alle geistlichen Reichtümer in dieser Einheit? Weil die alle Reichtümer, Heilung, Wunder, alles ist inkludiert im dreieinen Gott. Sind wir da drin in seinem Leib, fließt uns all das zu. Woanders kann es uns über Umwege auch noch erreichen. Aber es bleibt, ein blindes Huhn findet ein Korn. Aber im dreieinen Gott und in seinem Leib sind wir in der Fülle aller Reichtümer, Segen und Schätze drin. Das ist der sicherste Ort auf Erden, der sicherste Ort überhaupt, den wir haben können, bewahrt auch in dieser schweren Zeit, ist im dreieinen Gott und in seinem Körper, in seinem Leib. Halleluja. Danke, Herr.